Zeit, heut's zusammen, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Was denn? Fangen wir an. Ich glaube, wir sind auf Sendung. Wie immer, gell? Ja, wie immer. Hat er schon gedruckt. Ja. Grüß euch. Wir sind heute beim Hoffeitel. Genau, richtig. Beim Hans-Peter. Ja, dem, Jungbauern. Jungbauern. Mhm. Und mit am Tisch sitzt auch noch der Peter, der Papa. Peter hat gesagt, er horcht noch zu. Wir schauen mal, wie lange das aussieht. ansonsten haben wir noch dabei, wie immer fast schon, die äußerst charmante und kompetente Bianca Blasel, a.k.a. Melange in Gummistiefeln. Und der Willi. Und der Willi. Und der Willi. Grüß euch. Hallo, grüß euch. Freut mich auch, dass ihr jetzt da seid. Danke. Danke für die Einladung. Und ja, ich würde sagen, Hans-Peter. Erzähl einmal, wo wir da jetzt sind. Beschreib einmal kurz ganz grob, was macht ihr da, was ist das für ein Betrieb? Und dann steigen wir so quasi ins klassische Gespräch wieder ein. Ihr seid halt in einem wunderschönen Steiermark, also in der Nähe von Graz. Wir haben einen Legehennenbetrieb da. Wir halten 14.500 Legehennen. Die Betriebsart ist für uns konventionell. Wir haben Bodenhaltung sowie Freilandhaltung und vermarkten sehr, sehr stark. Also wir unsere eigenen Produkte, Eier, Nudeln und Kernel und mittlerweile auch ganz viele verschiedene Produkte aus der Region, auch an sehr vielen Standorten, wo wir Lebensmittelautomaten, Lebensmittelregale betreiben und sind da sehr, sehr stark aufgestellt in der Vermarktung und das forcieren wir immer mehr. Automaten und Regale, schlagen wir gerade auf. Regale. Genau, also ich versuche ja mittlerweile ein bisschen weg zu den gehen. Also wir verkaufen ja Lebensmittel und Automat, autonom, also das hört sich alles eher mehr maschinell an und ich versuche das eher mehr als Regal zu erklären, weil es ist ja was Schönes, wenn es ein 24-Stunden-Regal ist. Mhm. Man kann dort das auch wirklich holen, die Maschine ist schon dort, aber das Verkaufen, also ich sage immer, es klingt ein bisschen besser, wenn man Regal dazu sagt. Mhm. Hat ein bisschen was Persönlicheres wie das? Ein bisschen was Persönlicheres. Wir verkaufen ja nicht irgendein Produkt, sondern wirklich ein regional erzeugtes Produkt. Mhm. Da steckt immer eine Person dahinter, der was das macht. Der macht das meistens mit Herz. Mhm. Und da darf man auch ruhig die Verkaufsoberfläche ein bisschen schöner erklären. Mhm. Okay. So, das ist einmal der Betrieb grundsätzlich, wo wir jetzt sind. Aber der Betrieb ist ja, den gibt es ja erst nicht seit heute, sondern der Betrieb ist ja, jetzt schaue ich schon ein bisschen zum Papa, der war schon das jetzt in der Richtung. Den gibt es ja erst nicht seit heute, sondern der hat sich ja entwickelt über die Jahre, Jahrzehnte, manchmal bei unseren Gesprächspartnern über die Jahrhunderte. Das ist echt spannend. Erzählst du mal ein bisschen was über die Geschichte vom Hof, wie es dazu kommen soll, dass es halt eben Händeln sind. Wie lange gibt es den Hof schon? Jetzt schauen Sie es ja an. Ja, angefangen hat es bei den Großeltern oder schon viel vorher, aber eigentlich kann das der Papa am besten erklären. Mhm. Also nur zu, wenn du es magst. Der Hof ist urkundlich seit dem 14. Jahrhundert erwähnt worden. Mhm. Wir stammen eigentlich von der Herrschaft Lanach, stammt ein Teil des Betriebes ab. Aha. Wann hast du gesagt? Im 14. 14. Jahrhundert. Das ist schon wieder so ein alter Betrieb. Wahnsinn, ja. Ja, wir haben einen, der hat studiert und hat in unserer Gemeinde ein Buch geschrieben und dort ist das genau namentlich erwähnt worden und darum haben wir die Daten das so weit zurück. Mhm. Man muss ja dazu sagen, also es ist früher ein bisschen mehr selbstversorgungsmäßig gewesen, das heißt die Betriebe, die Höfe hat es gegeben, aber das war eher mehr ein bisschen kleinstrukturierter Selbstversorgung, da hat jeder seine Kühe gehabt, fünf Hirner und eine Sau oder ein paar und das ist einfach Selbstversorgung gewesen. Ja. Ja. Und das bisschen, was man mehr gehabt hat, hat man halt tauscht und gehandelt, nicht? Genau, so wie es früher im war. Ja. Sehr kleinstrukturiert, da hat in der Gemeinde hat jeder und jeden kennt und oft waren auch viele miteinander verwandt. Das ist ja jetzt mittlerweile ganz anders geworden. Also das Gemeinden sind sehr verstreut, da kennen sich wenigere, aber wir sind dennoch eine kleine Gemeinde. Okay. Der Name Hoffeitel, wie hat sich denn der herausgebildet? Ist das der Vulgo-Name? Das ist der Vulgo-Name, das war Hofer Veit. Ja. Und dadurch ist das entstanden, der Hoffeitel. Der Hoffeitel, wir haben ungefähr jetzt
28 bis 30 Jahre das Logo, was wir entwickeln haben lassen und da mir den der Hoffeidl als der dazugeben. Aber von Hofer und Veit ist der Name Hoffeidl entstanden. Hofer und Veit. Hofer und Veit. Das waren einfach zwei Namen oder haben die quasi so ein bisschen eine Bedeutung auch gehabt aus der Zeit heraus? Auch Besitzer, ja. Sie haben die Landwirtschaft gehabt und es war in, von den zwei, die waren anscheinend irgendwie, die was irgendwas am Hof da bewusst was gemacht haben und durch die zwei ist der Vulgo entstanden. Also ein Doppelvulgo, also das ist so von... Ja, also wäre interessant, wie die Vulgos entstehen, aber ich glaube aus zwei Personen, aus dem Nachnamen ist halt der Spitznamen oder der Vulgonamen entstanden. Ja. Seit wann gibt es den Vulgonamen? Wie weit geht der zurück? Das müsstet ihr jetzt raten, aber ich schätze mal seit dem 16., 17. Jahrhundert sowas um den Dreh herum. Das müsstet man genau nachschauen. Okay. Und eure Familie ist jetzt da am Hof, wie weit kennt ihr euch als Familie so auf dem Hof zurück sehen? Ja, dazu weg von sonst von den Großeltern. Also Schlägel gibt es ein bisschen länger da, aber deine Großeltern waren da Beginn an und haben. Mit Mutterkuh halt dann? Ich weiß jetzt nicht die Ortszahl. Die Ortszahl auswendig, aber meine Großeltern, meine Mutter stammt von Graz. Sie ist da am Berg einmal als Dien praktisch im Dienst gewesen, hat den Großvater kennengelernt und hat das geheiratet. Und mein Vater hat im 60er Jahr übernommen. 59, 60 dürfte es sein. Und bis 94 haben meine Frau und ich übernommen, die Monika und Täter. 94 habt ihr übernommen, Vater hat es im 60er Jahr übernommen. Und wie war das in den 60er? Du hast mir, der Sohn hat mir vorher erzählt, ihr habt, oder die Großeltern haben ja viel auch probiert, glaube ich, mit Kühe mal, mit Schweineln, gell? Oder wart ihr das da und sagst dann, wie seid ihr dann über die verschiedenen Tiere zu den Hähnen gekommen? Was war denn da der Grund? Im Prinzip, ich habe einen Beruf gelernt, ich bin gelernter Mechaniker. Dann war ich 6 Jahre im Krankenhaus im OP. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, ich habe viel gesehen. Mein Vater hat immer gesagt, die Kinder müssen aus, sie müssen was lernen, weil ich habe noch 4 Geschwister. Wir haben alle einen Beruf erlernt. Und ich war immer mit Leib und Zoll Bauer. Und meine Frau hat eigentlich nur die Haushaltungsschule gehabt. Und hat noch immer gesagt, sie hat keinen Beruf. Ja. Und dann habe ich gesagt, machen Master. Und sie ist ländliche Hauswirtschaftsmeisterin. Ja, ja. Und wie meine Eltern in Pension gegangen ist, mein Vater hat gesagt, entweder tut er verbochten und der hört auf. Und ich bin mit Leib und Zoll Bauer und ich habe noch meinen Beruf aufgegeben und bin von dort weg daheim seit 93. 93 habe ich übernommen. Ja. Und seitdem bin ich daheim. Ist jetzt auch noch gar nicht so lang. Also ich frage, wie jung man ist, nicht? Wie lange ist es eigentlich länger her, aber 94 kann ich mich sogar nicht erinnern, das ist ja gar nicht so lang her. Und wie seid ihr dann so, war bei dir eigentlich klar, dass du das machst vor den Brüdern, immer? Ja, ich habe einen Bruder und das hat immer geheißen, ich wäre eigentlich der Bauer, weil das ich der Ältere bin, das war so und es hat keiner recht so Interesse gehabt. Und du hast dich nicht gewehrt? Ich habe mich nie gewehrt und mir hat das daheim immer fasziniert. Ja. Mir hat die Landwirtschaft immer fasziniert, ich lebe mit der Natur, ich war im OP, ich war bei der Herzoperation und ich war dabei. Ich kenne den Körper eigentlich ziemlich in- und auswendig, durch den, dass ich 6 Jahre drinnen war, ich kann sämtliche Gipsverbände. Okay. Mechaniker und im OP auch noch. Ja, also passt ich habe einen Kurs gemacht und war drinnen. Ich habe im Prinzip heute meine blaue Mantur ausgezogen und morgen meinen weißen Mantel angezogen und habe nebenbei meinen Kurs gemacht ein Jahr und bin ausgebildeter OP-Gehilfe. Schau das an. Und was war die an der Landwirtschaft so fasziniert, dass du dachtest, das ist für mich das, da, das mache ich in meinem Hof? Ich habe das im Krankenhaus gesehen, mir hat die Landwirtschaft war immer mein Bezug und ich habe immer gern in der Natur draußen alles gemacht. Und das hat mich taugt. Und drinnen im Krankenhaus habe ich gesehen, an was für einer seidenen Form unser Leben eigentlich hängt. Und mir hat das fasziniert. Und wie der Vater gesagt hat, er geht in Pension, habe ich gesagt, für mich ist der Entschluss, ich werde Bauer. Ich will nicht immer eingesperrt sein, ich will nicht immer das Neonlicht sehen oder das Milchglas. Ich weiß nicht, ob es regnet oder schneit. Und somit habe ich mich entschlossen. Und wir haben mit 30 Stück Vieh übernommen. Das waren 13 Kühe. Meine Eltern haben noch Milch geliefert. Und wir haben es noch so übernommen. Dann haben wir es 3 Jahre haben wir's zuerst gepachtet gehabt, weil wir mit dem Übergeben war man nicht so einverstanden, wie mein Vater das wollen hat, weil es ist gegangen um ein Erbteil eigentlich. Das mit dem Übergabe ist immer so. Ja, das kennen wir schon ein bisschen. Bis wir uns geeinigt haben. Ja. Und
Dann hat es gepasst, wir haben 3 Jahre gewirtschaftet und dann haben wir gesagt, entweder übergebe ich jetzt meinen Vater und sonst gehen wir uns weg und suchen uns was anderes. Und dann sind wir uns einig geworden, dann hat er alles übergeben. Und dann habe ich zum Vater gesagt, du, ich will einen Hirscher bauen. Und so die Hirner sind wir eigentlich gekommen, weil meine Frau den Master gemacht hat, hat sie eine Schulfreundin gehabt oder eine Masterkollegin, die haben Leckhennen gehabt, aber für Bruteier, nicht für Legehennen, sondern die Bruteier, wo die jungen Küken kommen. Und ich habe das nicht verstanden, dass man mit 3000 Hühnern und 1 Hektar oder 2 Hektar Obst leben kann. Und so haben sie die Kontakte geknüpft und haben wir nebenbei schon Marken angefangen, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie schauen, dass wir ein Einkommen haben. Und haben kleinweise angefangen mit Kerner, Eier und ein bisschen Brot Markt fahren. Und dann haben wir noch Süßmaus gemacht, alles was das war. Habt ihr aber alles schon gehabt, die Kernöl, Eier, also ja, das habt ihr. Meine Eltern haben immer schon Kürbis anbauen und das. Und zusätzlich habt ihr Gemüse, also ein bisschen in dem Bereich. Ja, zuerst haben wir Gemüse probiert und das hat noch nicht so. Und wie meine Frau noch die kennengelernt hat, habe ich gesagt, da gehen wir mal hinschauen und somit haben wir noch angefangen. Haben also ganz angefangen. Probiert einfach. Ja, probiert. So, das, was wir gehabt haben, haben wir zum Markt gefahren und haben geschaut, was wie war die Nachfrage am Anfang? Eigentlich waren die Eier immer zu wenig am Markt. Und damals war noch ganz stark die Käfighaltung, da hat von Boden und Freiland gar keiner was geredet. Und dann haben wir eigentlich den ersten Käfig schon gemacht. Den ersten Bodenhügelstall statt den Käfig? Statt den Käfig, ja. Ja. Das war, wann war das? Das war 94. 94. 93 im Herbst habe ich meinen Namen, 94 haben wir noch schon gebaut. Das heißt, ihr habt euch eigentlich total abgehoben, weil ihr keine Käfige gemacht habt, sondern gleich Bodenhaltung und habt es aber dann auch euren Kunden am Markt so gesagt und geredet. Es waren damals gerade 3 starke Argumente-Sendungen über den Tierschutz und über die Hähnen im Käfig. Und wir haben noch zum guten Glück einen Vertreter gehabt, das ist die Firma Janka. Der ist gekommen und hat gesagt, wir dürfen keinen Käfig bauen, wir sollen komplett weg, wir sollen einen Bodenhalter. Der Plan war fix fertig für den Käfig, wir haben eigentlich alles gehabt, kommissioniert alles und haben noch müssen das kurzfristig alles umschmeißen und haben eigentlich mit sehr viel weniger Tiere die erste Bodenhaltung in der Steiermark gemacht. Also der hat schon gewusst, dass die Haltungsform wahrscheinlich dann irgendwann einmal Ablaufdatum hat und hat euch gleich gesagt, geht's ja, gleich in die das, Richtung. Das hat er nicht direkt gewusst, aber er hat gesagt, die Argumentesendungen sind so stark, dass die so eingreifen, dass wir sollen... Er verzichtet aufs Geschäft, wie so eine Bodenhaltung war. Ja, der hat das gespielt halt, ne? Der hat zwar einen Riecher gehabt. Genau, ne? Und der hat sich wirklich bewusst auf den Betrieb ein bisschen hineinversetzt und schaut, was könnte für den besser sein. Nicht jetzt nur geschäftlich gesehen, sondern auch wirklich gesehen, okay, der Betrieb hat die Lage, da könnte man ein bisschen mehr im Tierwohl investieren, das wird besser für uns passen. Also habt ihr einfach einen richtigen Menschen kennengelernt zur richtigen Zeit, weil sonst war die Reise damals schon in eine andere Richtung gegangen. Ja, sie wäre komplett in eine andere Richtung gegangen und dann hat er noch gesagt zu mir, kommst aus auf Wien, gehen wir am Wiener Naschmarkt, schauen wir, was für Eier verkauft werden, wo die Leute zugreifen, wie das alles läuft. Und wir haben dann wirklich gesehen, es hilft nichts. Jetzt ist die, wenn wir bauen, ich baue nicht den Stall für ein Jahr, ich baue nicht für 15, 25 Jahre, bis er abgeschrieben ist eigentlich. Ja. Und somit haben wir gesagt, nein, wir steigen um und machen die Bodenhaltung. Und haben dann wirklich die erste Bodenhaltung in der Steiermark gemacht und das ist noch die allererste bei dir? Einer der ersten, ja. Schon. Es ist noch gut gelaufen und dann haben wir halt so sukzessive weitergemacht. Okay. Dadurch, dass wir direkt immer beim Konsumenten sind. Gell? Ja. Also wir von Beginn an in der Vermarktung gewesen sind und da liegt es auch wirklich am Konsumenten. Wo geht es hin? Und da muss man auch die Produktion, wenn wir selber haben, auch darauf hinarbeiten und gezielt auch Überlegungen machen für die nächsten Jahre, wie lange das dann wirklich... Das heißt aber ganz kurz noch zum Markt damals, das war die Bodenhaltungseier waren damals 94, wie ihr dann das erste Mal mit den Eiern auf dem Markt gefahren seid, das war damals was Besonderes, oder? Oder das hat man damals nicht so leicht? Man hatte damals eigentlich gar nicht so viel anschreiben müssen. Freiland, Bodenhalter oder Käfig, das war jetzt erst nicht. Da war der Tierschutz so aktiv dahinter, bis das noch gekommen ist. Weil damals hat jeder Eier verkauft, das waren einfach Eier. Da hat man gesagt, Freiland, ein Bodenhalter, Käfig, das hat keiner gesagt. Die Unterscheidung hat es damals noch gar nicht so im Kopf der Konsumenten. Am Bauernmarkt gar nicht, im Lebensmittelhandel vielleicht schon. Ein bisschen mehr, dass es wirklich gekennzeichnet war. Am Bauernmarkt hast du es mitgenommen, du hast den Salat mitgenommen, was du anbaut hast. Es hat keiner am Ei ein Stempel und gar nichts, das war nicht. Du hast ganz provokant mit einem weißen Pickel aufgeschrieben, Kürbiskernöl und fertig. Gell? Da hat es keine wirklichen Etiketten gegeben mit Nährstoffkennzeichnung. Das hat es alles früher noch nicht gegeben. Gell? Wir reden von 94, ne? Ja. Von 94, ja. 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 Das ist einfach nicht lang her.
Ja, voll. Gut, du warst noch gar nicht auf der Welt. Ja. Wir gelernt haben, gell, warm den. Das ist irgendwie länger her. Wahnsinn, reden wir über was anderes. Okay, das heißt, ich habe es dann gestartet, jetzt 94 mit den Eier. 96 ist dann der Hans-Peter auf die Welt gekommen. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Was waren dann so die Schlüsselmomente, was euch dann dazu braucht, um weiter zu tun? Wie soll ich nur sagen? Wir haben den 94 gebaut und dann haben wir gesehen, es läuft. Mhm. Zuerst haben wir Zuhl-Eier gehabt. Haben wir auch einen Partner, also wirklich die Firma Lugic, das ist ein Kopfbetrieb, der was uns die Eier abgenommen hat oder auch immer noch als verlässlicher Partner ist, der was die Übermengen kompensiert und kompensiert hat. Mhm. Das heißt, die Vermarktung ist einerseits sehr, sehr wichtig gewesen, aber auch wirklich ein Vertragspartner, wo man die Übermengen, was wir nicht verkaufen können, er verkauft. Das heißt, dann ist es eine Lebensmitteleinzelhandel geschickt worden. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Puffer, braucht man auch, weil die Produkte, es ist ja interessant, man kann so einen Hähnerstall nicht anstellen, ne? Der produziert ja täglich. Ne? Ja, sie hören nicht auf zum Legen, nur genau, weil du das willst. Genau, das heißt, man braucht aus Eierbetrieb, braucht man so einen Puffer, oder? Ein Puffer ist in jedem Bereich, brauchst du dann. Mhm. Gell? Also es ist jetzt nicht, dass er Konstante ist, dass es von heute gleich ist wie morgen oder wie übermorgen oder gleich mal wie gestern. Wurscht in was für einem Bereich, einmal geht mehr, einmal weniger. Mhm. Die Lebensmittelproduktion ist sehr langfristig geplant, wie wir alle schon gehört haben, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern oft halbe Jahr, Jahre oder mehr Jahr Planung, Bedarf hat. Mhm. Und wenn man produziert, dann braucht man irgendeinen Abnehmer. Den kann man selber haben, aber einen Puffer braucht man. Mhm. Ob man den weiterverwertet dann und die Eier sagt, man tut sie weiterverarbeiten zu Nudeln oder vielleicht ist die Billion Australis zu Flüssigeier oder zu Pulver, aber man muss einfach Möglichkeiten haben, dass man das nicht entsorgen tut. Mhm. Ein Lebensmittel kannst du nicht in die Ecken einstellen und sagen, in 3 Monaten brauche ich wieder was. Mhm. Das kannst du vielleicht ein Baumaterial machen. Aber wenn, dann musst du wirklich schauen, dass du einen Markt erschließt oder irgendwo verwerten kannst oder verarbeiten kannst, das Produkt. Mhm. Und das war bei uns damals eben von Beginn an, haben wir den Partner gehabt, die Firma Lugic. Mhm. Auch heute noch, und ist ja wirklich ein verlässlicher und akzeptierender Partner, weil es ist nicht immer so, wenn du wen hast, der was die Übermenge nimmt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn, dann hätte ich da gerne eine konstante Lieferung, kannst planen, aber mit ihm war das immer schon sehr gut möglich, dass er sagt, er unterstützt uns in dem Sinne, war so mit den Legehennen, die Junghennen haben wir abgekauft von ihm, damals zu Beginn auch ein Futtermittel, mittlerweile tun wir das selbst mischen, bauen wir selbst die Futtermittel an, aber da ist ein Geben und Nehmen im Leben, gell? Und so war das eher bei uns bei den Übermengen der Eier. Mhm. Weil du jetzt sagst, selber Futtermittel anbauen, wie groß ist Eierbetrieb? Wir bewirtschaften derzeit so 45 Hektar, 40 bis 45 Hektar, was wir selbst anbauen. Und da versuchen wir eben mehrere Kulturen reinzubringen. Das ist in der Steiermark auch natürlich der Ölkürbis, aber Mais, Weizen, was das Futtermittel geht. Der Ölkürbis für die Kernölproduktion. Also ein spezieller Kürbis fürs Kernöl. Mhm. Ja, es ist einfach ein Ölkürbis, also der steirische Ölkürbis. Der kommt daher, da wo man keiner gewinnen kann. Mais, Weizen, Ölkürbis. Ja. Dann ein Dinkel, also wir tun ja auch selbst Brot backen. Die Mutter, die Monika, wir fahren ja auch beim Bauernmarkt hin und verkaufen selbst backenes Brot. Ah, immer noch? Immer noch, Bauernmarkt. Ja, also das ist, gibt die Mama, glaube ich, nie auf, solange sie kann. Das ist ihrs und das mag sie gern machen, macht sie seit Beginn an. Ja, wir leben ja mal mit einem Zeitalter des Brots, kommt mir vor. Also das Brotbacken ist total schick. Definitiv, also wir verkaufen ja nicht nur das Brot, sondern auch das Mehl, gell? Und die Leute finden wieder ein bisschen zurück. Also sie haben jetzt der Wandel, sie haben ein bisschen mehr Zeit, sich Zeit genommen, tun mehr selber backen und machen sie Brot auch selber, ist ja was Gutes, gell? Wenn du selber ein frisches Brot machst. Es geht ja schnell, wenn man Zeit hat. Wenn man es kann. Und wenn man es kann, ja. Ja, aber vielleicht nochmal zurück zum Jahr 96, da bist dann du, Hans-Peter, auf die Welt gekommen. Und wie ist dann weitergegangen? Weil du hast mir vorher erzählt, du hast auch noch Geschwister. Und warum hast du übernommen und wie war das dann zum Beispiel zwischen euch? Wie klappt das? Also ich war das dritte Kind und zum Glück ein Bub, hat es immer geheißen. Zuerst zwei Schwestern und meine Eltern haben, glaube ich, immer gehofft auf einen Buben, dass irgendwer den Betrieb übernehmen kann, aber es hätte auch unsere Schwester gemacht. Mhm. Ja, ich bin der Jüngste. Sie waren schon da, ich bin 96 auf die Welt gekommen. Der Betrieb ist immer langsam gewachsen, ist größer geworden. Die Eltern sie haben es gern gemacht,
Und so wie ich herangewachsen bin, ist auch der Betrieb herangewachsen. Gewachsen. Gewachsen, ja. Größer worden, genau. Ja. Und ja, also mittlerweile, es ist dann Step by Step gegangen, das heißt nicht wie nur einen Stall, sondern wie mehrere Stallungen, haben eben den Betriebswandel gemacht von der Mutterkuhhaltung auf die Legehennen, haben wir zwischendurch an die Eltern im... Das war 94, gell? Mutterkuh auf Legehennen. Im 96 haben sie die Kühe komplett aufgehört. Wie du auf der gekommen bist. Genau, und habt sie aber dann im Schweinebereich, das heißt, sie waren auch im Fleischsektor ein bisschen tätig. Ja, wir haben zuerst direkt vermarktet mit Schweine. Wir haben 94 einen Stall gebaut, wie ich schon gesagt habe. Ja, ja. 97 haben wir die Mischelag gebaut. Und nachher zur Jahreswende 99, 2000 haben wir noch schon einen ersten Freilandstall gebaut, weil dann sind die Sendungen noch mehr und dann war ein Bauernhalter auch schon. Und wir haben das damals schon gesehen, wir müssen da sicher was machen in deinem Schritt, weil den einen Stall geht es nicht gut hin und zum Auslassen. Spannend, 94 war es hier die ersten quasi oder eine der ersten mit der Bodenhaltung. Da war das schon von dem Berater damals fast schon visionär. Und 99 sagt sie, war Bodenhaltung schon wieder out im Endeffekt. Ja, und es ist Richtung Freilauf. Aber du hast ja gesagt, 15, 20 Jahre ist so eine Steuer vom Invest. Ne? Ja. Das heißt, ihr habt es zugebaut. Ich habe den alten Rinderstall komplett umgebaut. Mhm. Die Rinder haben wir weg da in 96 Jahren. Und dann haben wir zuerst vorne 100 Mostplätze gehabt. Und was hinten der Ding war, haben wir für 1000 Freilandhühner gemacht. Das hat sich genauso ergeben, das hat passt auch von der Lage her, vom alten Stallgebäude. Und dann haben wir schon die ersten Freilandei und der Bodenhalterei gehabt. Und dann haben wir gesehen, dass das so läuft, dass das die Tendenz noch mal zur Freilung geht, dass Bodenhalter immer schwieriger wird. Das war sehr, sehr ein Beginn bei der Freilandhaltung. Das hat es dann gegeben, also das ist ein Stufenmodell entwickelt worden, die Bodenhaltung und Freiland und mittlerweile gibt es ja auch die Bio-Freilandhaltung. Aber das Stufenmodell hat sich entwickelt und als wir direkt am Konsumenten waren, der wollte einfach, dann hat es vielleicht sogar eine zweite Auswahlmöglichkeit, ein bisschen mehr Tierwohl. Und das hat sich dann schon aber langfristig verändert. Also es war nicht von 94 auf 99, sondern die Freilandhaltung ist erst wirklich publik geworden die letzten Jahre. Das wird ja immer mehr. Hat dann schon eine Weile gebraucht. Und die Bodenhaltung ist ja nicht schlecht dagegen. Die Tiere geht es gut. Sie kriegen ein gutes Futter. Sie sind im Stall frei. Sie können sich frei bewegen. Und die Freilandhaltung ist nachher noch mal ein Step höher im Tierwohl. Das heißt, sie haben nochmal einen Auszuschauraum und haben die freie Möglichkeit, hinauszugehen auf die freie Wiese. Wir haben dann eh Fotos. Also wir dürfen uns das ja eh anschauen. Wir dürfen das eh dokumentieren. Also das Ganze dann ja jeder anschauen. Genau, so wie es ist. Ausschaut, ne? Wie es bei uns ausschaut, schaut es auch bei den anderen Landwirten aus, dass sie einen Stall haben mit einem Außenschauraum und dann eine große Wiese, wo sie hinausgehen können, wenn sie wollen. So, wenn einmal ein Wetter ist, wo es eher mehr schneien tut oder wo Schnee fällt oder wo es regnet, da gehen sie nicht so gerne aus. Das ist wie bei uns. Wenn es einmal nicht so schön wird, das gehe ich auch nicht so gerne. Dieser Bereich ist sehr spannend, weil die gehen ja durch eine Unterführung um auf die Wiesen. Das heißt, die können sich ja unterstehen bei der Unterführung auch. Ja, wir haben das dann hier jetzt auf die Foto. Ist ein bisschen spannend bei euch. Ja, aber das heißt, ihr habt eigentlich mit den Haltungsformen auf den Wunsch der Kunden reagiert, oder? So wie du sagst, ja. Also wie unser Ohr, das liegt wirklich am Konsumenten, weil wir am Bauernmarkt stehen und wir hören, was der Konsument sagt. Dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind und selber verkaufen tun und auch den Betrieb führen, dann macht man sich schon Überlegungen, wenn er einmal sagt, ich hätte sowas gern. Und der nächste auch wieder einmal noch sagt, das war klasse, wenn es sowas geben würde. Ihr seid ja, das haben wir jetzt noch gar nicht so rausgearbeitet, ihr macht es ja hauptsächlich Direktvermarktung. Ne? Also genau. Wie hoch ist der Anteil von dem, was ihr über... Seit unserer schönen Pandemie, was wir mittlerweile sehr lange haben, sind wir eigentlich reine Direktvermarkter. Wir vermarkten alles, was wir selbst produzieren, direkt an den Kunden, haben sehr viele Verkaufsstellen, was wir beliefern, das heißt Bauernläden, privat geführte Kaufhäuser, haben ein paar kleine Händler, aber unsere Eier gibt es auch in Wien. Das heißt, wir haben einen Fleischverarbeiter, der fährt nach Wien aus und nimmt unsere Eier mit aus. Wo gibt es denn die in Wien? Ja, ich glaube sogar an 5 Bezirke oder 6. Org. Das kann man, die wir gerne im Detail anhören. Ja, aber da muss ich mir genau gucken. Ja, können wir auf die Website stellen. Und ihr habt ja jetzt relativ viel, wie viel sind es, 9 Automaten? Ja, also wir haben jetzt 9 Automaten. Das heißt, ein Bereich geht ja direkt zum Kunden hin, wie wir gerade geredet haben. Und haben dann wirklich vor mittlerweile 5, 6 Jahren begonnen auch, mit Lebensmittelautomaten, das ist ein bisschen
mein Herzstück, was irgendwie rausgekommen ist. Ich habe dann auch ein bisschen kundenorientiert geschaut, was könnte man machen, was war eine Möglichkeit, und haben wir dann mit den ersten Eierautomaten angefangen. Und nach eineinhalb Jahren hat man auch irgendwie gehört, es wäre klasse, wenn es dann noch was geben würde. Das heißt, von irgendwelchen anderen Bauern, alles an einer Stelle. Das heißt, an Punkt mehrere Produkte anbieten zu können. Und haben dann uns gemeinsam überlegt, oder ich habe mir überlegt, das könnte eine gute Chance sein, mehrere Produkte dort anzubieten. Bin dann zum Papa gegangen und sage, du, war das nicht eine gescheite Idee, da mehr Produkte zu vermarkten, nicht nur unsere Eier, unser Kernöl, sondern wirklich von anderen regionalen Bauern die Produkte abzukaufen und die weiterverkaufen. Aber da sind wir jetzt schon fast an Sprung zweit, weil warst du schon in der Übernahme, warst du schon fix übernommen. Da waren dann noch ein paar Schritte dazwischen. Nicht? Aber grundsätzlich, ich habe jetzt deswegen gefragt, auch wegen der Direktvermarktung, also haben wir nachher nicht noch einen großen Blog dazu, weil das ja ein extrem spannendes Thema aktueller ist. Aber ich habe gesagt, ihr habt dieses Ohr am Konsumenten und an der Konsumentin, dadurch, dass ihr Direktvermarkter seid. Genau. Ja? Und deswegen, das hat euch dazu gebraucht, dass ihr 99 dann gesagt habt, jetzt bauen wir den alten Stall um auf einen Freilaufstall, oder? Ja, weil wir haben die Bodenhaltung gekauft, dann haben wir 97 die Mischelag gebaut. Und weil wir gesagt haben, eigentlich der Mais und das ist alles im Verkauf, hat man keinen Preis, erzielt man keinen Preis, und ich muss das teure Futter zurückkaufen, auf Deutsch gesagt. Und habe ich gesagt, und dann habe ich einfach investiert, habe ich gesucht und habe ich eine Mischung gebaut. Und jeder hat gesagt, es rechnet sich nicht. Dann habe ich gesagt zu den anderen Lehrern, habe ich gesagt, rechnet sich ein Traktor, was jeder Bauer heute kauft, das sind großen. Hat er gesagt, na, hat er nicht gewusst, was er sagen soll. Und ich habe dann gesagt, jetzt baue ich ein Mischelag, weil ich brauche 365 Tage. Ich brauche 365 Tage ein frisches, gutes Futter für meine Hühner. Weil das macht als Qualität im Ei, wenn ich mein hofeigenes Futter habe. Also da habt ihr vorher aufs Futter gesetzt, mehr oder weniger? Ja, ich habe aufs Futter gesetzt. Ich habe immer auf die Sachen gesetzt, was ich weniger Arbeit habe, damit ich 365 Tage immer entlastet bin. Ja. Und ich brauche 365 frisches Futter für meine Hühner. Einen Traktor brauche ich im Winter 2 Monate nicht. Einen kleinen vielleicht für den Wald, aber so nicht. Ja. Was mir da so schön aushört, ist, meine Eltern, Mama und Papa haben sich einfach immer überlegt, was erst der Kunde gern hätte, und dass das die Philosophie mitspielt. Gell? Ja. Das heißt, die Futtermittel, was sie selber anbauen, das, was sie selber angreifen, wenn sie es ernten, das ja wirklich die eigenen Hühner geben. Das heißt, das kann man direkt füttern, und dass du den Kreislauf wirklich schließen kannst. Was wir anbauen, das kriegen unsere Hühner zum Fressen. Die Eier verkaufen wir persönlich zum Konsumenten. Natürlich auch mit einem starken Team, aber man hat einen guten Kreislauf und dort kundenorientiert sich bewegen. Und das war da definitiv mit dem Freilandstall, dass die Nachfrage da war und zu Beginn schon einen kleinen Stall dann umgebaut hat auf Freilandhaltung. Okay. Wie viel Eigenversorgungsgrad habt ihr mit Futter bei den Händlern? Wie viel anteilsmäßig müsst ihr dazu kaufen? Wir haben fast 100% selber, aber durch die Fruchtfolge, durch die neue Regelung, dürfen wir nicht mehr 100% Mais bauen. Und jetzt da müssen wir die Alternativen abbauen, wie Weizen und Kürbis. Und jetzt kaufen wir für die umliegenden Nachbarn, für die kleinen Bauern eigentlich noch ein Mais dazu. Es ist nicht alle Jahr gleich, das ist wie wir mit der Fruchtfolge zusammenkommen. Man kann so circa sagen, also was wir selber anbauen, das sind die Hauptkulturen, das sind so circa 50% und eigene Futtermittel. Wenn wir aber für unsere gesamten Hühner mit einer guten Fruchtfolge, dass es Acker. 14.000 sind es ungefähr momentan, gell? Bitte? 14.000 sind es. 14.000 Hühner sind es, ja. 14.500. Das ist ein bisschen Zungenbrecher, ja. Und wenn man das wirklich sagt, man würde da den Ackerbau wirklich professioneller dazu betreiben, dann würde man so ca. 120, 150 Hektar brauchen, weil der Soja zum Beispiel weniger Ertrag hat wie ein Mais. Das musst du einfach auch ein bisschen weiter sehen. Das heißt, wäre eine gute Fläche im Hintergrund auch sehr wichtig. Momentan ist es schon möglich, dass ich mit den eigenen, der Mist, der Kot, was anfällt von den Hühnern, der jetzt auf die eigenen Flächen zurückkommt und nicht weiter wegführt wird. Also der Kreislauf ist da. Den kannst du 100% ausbringen. Den bringen wir zu 100% aus, der Kreislauf ist da, den Rest tun wir mit Bauern aus der Region als Futtermittel einfach dazu kaufen. Natürlich war es der Wunschgedanke, dass man alles selber anbaut und das selber verfüttern kann, nur in Realität dauert das noch. Also das mal schauen, ob es wirklich mal so weit ist. Nur momentan setzen wir einfach auf gute, verlässliche Partner und da im Futterbereich. Ihr habt ja das Soja auch aus der Steiermark, ne? Genau. Gesagt, ja.
Steirer Soja quasi. Ja, also in Österreich haben wir ja das den großen Mehrwert, dass die gesamten Frischeier mit Donausoja gefüttert werden. Das heißt, der Soja kommt nicht irgendwas übersee, sondern alle Frischeier, was wir als Konsumenten einkaufen können, wurscht egal wo, sind zu 99%, es gibt ein paar Ausnahmen, was nicht im armen Gütesiegelbereich sind, aber gefüttert mit Donausoja. Der kommt aus Europa. Wir am Betrieb haben noch ein bisschen eine glückliche Lage, weil wir einfach alles direkt vermarkten, setzen da nochmal Stufen mehr und haben Soja aus der Steiermark, der Steirer Soja. Der kommt aus der Nähe von Feldbach, aus Fähring, haben da einen verlässlichen Partner, der hat da die kleine, feine Ölmühle oder verarbeitet den Soja. Ja. Und wir kaufen ihn dann von ihm dazu und unsere Hühner kriegen somit zu 97% der Futtermittel aus der Steiermark. 97% aus der Steiermark, also regional schon. Das ist nicht nur Österreich, sondern regional. Ja. Wie setzt ihr denn, was kommt denn so ein Futter für so Hähner, was kommt denn da sonst noch alles rein? Weil wir haben vorher drüber geredet ein bisschen, da ist ja Vitamine kriegen sie ja ein bisschen und etc. Erklär das noch einmal, wie sich so ein Hühnerfutter zusammensetzt. Ja, also es ist zu, also der Mais und Weizen, das ist der Hauptbestandteil. Dann ist der Soja dabei, das ist ein Eiweißfuttermittel. Sehr wichtig, weil wir sehr viel Energie brauchen, damit die Hühner sehr große, schöne Eier legen können. Kalk, der ist für die Schale da. Das ist auch, dass eine gute, feste Schale ist, damit wir das auch transportieren können. Das, die Henne macht ja mit ihrem schönen Produkt eine eigene Verpackung und das ist die Kalkschale. Dann gibt es noch ein paar kleine Komponenten. Das ist, wenn es da Mineralstoff oder Salz und Pfeffer, sage ich immer gern dazu. Die Spurenelemente, Vitamine, das, was man einfach wirklich für die, wir Hochleistungssportler, immer brauchen wird. Und das setzen wir einfach, das sind die 3%, die was dann, dann noch fehlen, sind Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Das muss man dann noch separat bei kleinen Mengen dazu. Das ist so quasi die Brausetabletten, die nach dem Sport dann immer... Ja, also ja, so ähnlich, ja. Man nimmt so vorher, aber so ähnlich. Gegen Muskelkater. Ja. Okay. Das sind die Hauptbestandteile. Also kann, man kann es individuell dann auch ein bisschen verändern, das heißt, je nach Betrieb kann das auch anders sein. Man kann auf mehrere Arten setzen, aber Mais und Weizen sind die, der Grundstein. Dann kommt Eiweißfuttermittel, Soja, kann aber Sonnenblumenschrot sein, Kürbiskernkuchen, da gibt es ganz verschiedene Eiweißfuttermittel. Haben wir auch selber Kürbiskernkuchen vom Kernöl, der Kalk eben und die, also die Mineralstoffe. Für mich nochmal zum Verständnis, die Weizensorten sind für, haben welche Funktion im Vergleich zum Eiweiß, zu den Eiweißkomponenten? Du brauchst da Kohlenhydrate auch dazwischen, gell? Das ist schon wichtig, dass du mehrere Komponenten hast. Das ist jetzt, wenn ich es vergleiche, wenn du es bei uns jetzt ein Menü hernimmst, dann solltest du jetzt auch nicht nur Schnitzel essen, sondern vielleicht auch Kartoffelpüree dazu oder Erdäpfelpüree und ein bisschen Gemüse, gell? Das heißt, du musst... Also nicht viel anders wie bei uns auch. Nicht viel anders wie bei uns, ja. Okay. Eiweiß, Kohlenhydrate, das gehört alles zu einem guten Verhältnis dazwischen ein, damit wir Leistung bringen können, dass wir Tag spazieren gehen können, uns bewegen können, damit man Energie hat. Ja, das heißt ein Grundumsatz und Leistungsumsatz. Genau, also den Grundumsatz brauchen wir Menschen ja auch, damit wir quasi ja, weiterleben und gesund weiterleben. Und beim Händel ist es im Prinzip dasselbe. Und dann... damit sie halt die Leistung bringen, die wir von ihnen wollen, in dem Fall sind es Eier, kriegen sie zusätzlich noch Futter. Wie viel Futter ist denn ein Händel so am Tag? Was kann, ist denn da so ein Wert? Kann man da was sagen? Ja, das ist so 120 Gramm. Das kann aber bis zu so 130 Gramm hinaufgehen. Davon braucht sie eben für den Grundbedarf die Hälfte circa. Und die andere Hälfte ist für den Leistungsbedarf da. Wie die Bianca jetzt schon gesagt hat, eben das Ei legen kann. Und das Ei ist dann ungefähr immer so zwischen 60 und 65 Gramm groß. Das ist ganz unterschiedlich, wie alt die Henne ist. Eine kleine, also die Junghenne fängt dann mit einem kleinen Ei an und je älter die Hühner werden, umso größer werden die Eier. Ah! Sagen wir wieder so. Werden sie irgendwann wieder kleiner? Die Eier werden immer kleiner. Solange sie die Henne Eier legt, bleibt sie gleich groß. Aber jetzt die, im Karton. Medium, Large, X-Large. Das sind nicht andere Hähner, das sind die Hähner in unterschiedlichen Alterskategorien. Oder wie komme ich denn auf diese Ei-Kategorien? Kann man sagen, also das ist ja eine Herde, besteht ja meistens nicht nur aus einer Henne, sondern aus mehreren. Und wenn man jetzt hernimmt, zum Beispiel ein Stall von mir, der hat jetzt 3000 Hühner, das ist eine Herde,
Und wenn sie jung sind, fangen sie immer klein an. Aber das heißt nicht, dass die 3000 Hühner alle eine Größe legen und das alles gleich ist, sondern auch in der Herde, dass ein bisschen Verteilung ist. Manche legen Medium, manche Large, manche X-Large und ein paar bleiben immer bei kleinen Eiern und die legen kleine Eier. Das kann man gar nicht so genau sagen. Das heißt, das kann man nicht so sagen, also es verändert sich. Gell? Das nennt man Durchschnittseigewicht. Das heißt, das verändert sich schon. Ein Verhältnis, wenn das fängt eigentlich ein bisschen in der Genetik an. Also wenn die, so wie wir Menschen, manch einer ist größer gebaut, manch einer ist kleiner gebaut, manch einer ist ein bisschen molliger gebaut, manch einer ist ein Strich in der Landschaft, sagt man ab und zu. Wenn die Henne jetzt eher ein bisschen kleiner gebaut ist, dann legt sie kleinere Eier. Okay. Wenn die Henne einfach ein bisschen stärker gebaut ist, dann baut sie zum Beispiel von Grund auf einfach größere Eier legen. Das kann man ein bisschen mit dem Futter verändern in der jungen Aufzucht. Ja. Aber sonst ist es ziemlich gleich immer. Und je älter sie wird, die Henne, umso größer minimal wird es dann das Ei. Also man tut es auch nachträglich dann, je nachdem, was halt an dem Tag gelegt wird, wird es halt aussortiert. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, ich kaufe jetzt die Rasse, damit ich dann genau L-Eier kriege. Ne? Nein, die dann alle L-Eier. Okay. Das war schön, so wie wir am Anfang gesagt haben, dass, dass du es nicht dran kannst. Heute legst du keine Eier mehr für die nächsten zwei Wochen, weil wir Urlaub fahren. Nein, das geht nicht. Die Hühner legen immer in einem ähnlichen Spektrum hin, die Eigröße. Welche Rassen habt ihr am Hof für die Bodenhaltung und welche für die Freilandhaltung? Das ist die ganz gleiche Rasse. Das heißt, es gibt ja eben ein paar Zuchtfirmen, was die Rassen machen. Wir haben eine Legehenne, das heißt eine Legerasse. Das ist jetzt die Lohmann Braun. Das ist einfach durch... Haben wir schon ein paar Mal gehört? Schon ein paar Mal gesagt. Ja, das ist einfach ziemlich Standard. Die verbreiteste Rasse, glaube ich, oder? Das ist die verbreiteste Rasse. Gott sei Dank sind die Forschungen darauf hingegangen, weil es ist ja so, dass wir die Hühner ja von wirtschaftlichen Aspekt halten, damit wir Eier produzieren können, dass wir Konsumenten wirklich immer ins Geschäft gehen können und Eier kriegen. Und da ist ja wichtig, dass die wirklich Eier legen. Das ist eine Einnutzrasse, die was nur Eier legt und ein bisschen Gewicht zunimmt. Aber in ihrem Lebenszeitraum legt sie nur Eier. Und das sind ungefähr so 290, 300 Stück im Jahr. Im Jahr, okay. Und ob das jetzt eine Bodenhaltung oder eine Freilandhenne ist, ist ganz egal. Wir in Österreich haben zum Beispiel mehr die braunen Hühner, weil wir die ganzen Leute, Konsumente, haben einfach gerne braune Eier. Wenn man jetzt mehr in andere Länder schaut, dort ist mehr das weiße Ei. Sind es weiße Händel, genau. Und dann ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Gell? Wir sind eher ein bisschen alternative Haltungsformen. Zu 90% gibt es eigentlich auf der Welt eher mehr Käfighaltung. Ja, das haben wir schon gelernt. Das ist die Haupthaltungsform. Das ist die Haupthaltungsform und da zu 90% sind es eigentlich weiße Hühner. Ja, jetzt, weil wir gerade bei dem Thema sind, die Frage, die da jetzt ein paar Mal schon war, was ist denn für euch, ab wann ist denn ein Händelbetrieb groß? Das bin ich eigentlich immer ganz unverschämt und frage zurück, ab wann ist denn bei dir da ein Händelbetrieb groß? Gute Frage. Ja, wir haben jetzt schon zu viele Leute gefragt, also wir haben jetzt schon so viele Antworten gehört. Wir haben gehört von 10 Millionen, das ist wirklich groß. Und wenn es mich gefragt hast vor der ganzen Sache, hätte ich wahrscheinlich ab ein paar hundert gesagt, das ist groß, weil ich keine Beziehung mehr zu habe. Ja, das hört man auch, wenn man sich so ein bisschen, jeder ist ja im Prinzip ein Lebensmittelkonsument, aber wenn man jetzt schaut, okay, wenn man die Leute fragt im Freundeskreis, was ist denn für dich groß, gerade bei Händeln, dann kommt meistens die Antwort, ja, 100 mal 1000, das ist schon viel. Und dann erklärst du es einmal und deshalb finde ich die interessantere Frage und da sind wir auch drauf gekommen durch unsere Gespräche. Du hast jetzt von einer Herdengröße oder einer Gruppengröße von 3000 gesprochen. Wo ist denn da die Grenze, wo sie sich wohlfühlen? Wie groß darf das sein? Und ist das dann in den 3000 noch unterteilt? Es gibt gesetzliche Vorschriften, ab wann es die Unterteilungen sind. Das heißt, es gibt schon eine Mindeststallgröße. Das ist alles gesetzlich auch geregelt. Gott sei Dank, für das gibt es ein Tierschutzgesetz. Und in diesem Stall dann sind noch Abteile. Das heißt, bevor da was passieren sollte und irgendwie, weil da mal vielleicht sogar im Freilandbereich ein Fuchs daherkommt, und eine will im Stall und die Hühner schrecken sie und laufen alle zusammen auf einen Bereich, gell? Dann ist das unterteilt. Gell? Das heißt, dort sind Abteile, damit sie sich nicht alle auf einen Haufen zusammenfliegen könnten und was Gräberes passieren könnte und sich dort erdrücken würden. Das kann ja sein, weil einfach eine Menge da ist.
Bei uns am Betrieb, das heißt, wir haben ein Stall hat 3000, die sind nicht mehr unterteilt. Das heißt, das ist ein Stall, die haben kein Abteil dazwischen. Das ist die Grenze für die Abteile, oder? Oder wo liegen die, diese Grenzen? Hast du die jetzt zufällig griffbereit? Griffbereit habe ich es nicht, also du hast mich erwischt. Ich glaube, so ungefähr 3000, also unter 4000 sind es, glaube ich. Aber nicht darauf festnageln, bitte, aber da gibt es auch wieder, das ist genau geregelt, das ist auch wichtig, damit eben ein größerer Stall, wenn man sagen, der Stall hat 10.000 Hühner, damit der mehrere Abteile hat. Damit sie nicht alle Herde sind, dass es ja, wann was ist, auch nicht der Drucken, was wir so gehört haben, dass wenn einmal eine Panik ausbricht oder die in eine Richtung rennen, dass nicht 10.000 in eine Richtung rennen, sondern viermal zwei, überhaupt sagen, man hat einfach ein Haus mit mehreren Zimmern, gell? Das heißt, der eine macht die Tür zu, in Wirklichkeit ist die Tür dann wie ein Gitter, das heißt, das ist eine Gittertür, man sieht durch. Also Gitter würde ich jetzt nur vorsichtig sagen, das heißt, die sind nicht eingesperrt, aber es ist ein Raumtrenner. Und wenn, dann kann die vom Raum 1 nicht zum Raum 2 hin, weil im Raum 1 gerade irgendwie Panik ist, dann gehen alle nur an die Wand zum Raum 2, aber das ist safe, gell? Da kann nichts passieren. Das heißt, das ist ein Raumtrenner. Und das tut man auch oft dann unter den gesetzlichen Grenzen machen, damit es wirklich auch stallgerecht gemacht ist. Und zurückkommen zu der Frage, wann für mich ein Stall oder die Hühner halt... Bitte? Sag das uns doch noch. Nein, sicher sage ich es. Also meine persönliche Meinung ist mir sehr wichtig. Ich beschäftige mich natürlich, weil ich in der Branche bin, auch immer wieder damit. Und ich muss sagen, meine persönliche Grenze ist so ein großer Betrieb. Das ist ganz individuell zu betrachten. Das heißt, wenn der Betrieb zum Beispiel 40.000 Hühner hätte, die Zahl ist für mich enorm. 40.000 hört sich viel an für mich auch, aber wenn ich den Betrieb genauer anschaue, und das ist für mich das Wichtigere, nicht nur irgendwie was hören und dann denken, boah, das ist viel, sondern bewusst nachfragen. 40.000, okay, wie läuft denn das du denn? Aber wie 40.000? Wie 40.000? Hat dort mehrere Stallungen. Wenn der sagt, der hat 4, 5, denke ich mir, boah, cool, der produziert echt auf einem guten Niveau, macht mehr, kann eine Nahversorgung, also Lebensmittelversorgung sicherstellen für wir in Österreich und macht das da und ich kann hinfahren zu ihm. Vielleicht hast du selber oder Frau und sage, du, wie machst du das? Er erklärt mir das Ganze, hat zwar schon eine Menge, aber macht das richtig cool in einem viel größeren Stil und dann ist es für mich gar nicht mehr viel. Wenn ich dann her 10 Millionen oder 1 Million Hühner in einem Betrieb irgendwo im Ausland, dann ist es klar für mich sehr, sehr viel und vielleicht unter dem Begriff sogar Massentierhaltung, aber eigentlich habe ich noch gar keine Ahnung, wie der dort arbeitet. Das wäre nur irgendeine Zahl, ich höre was, keine Ahnung, ob das stimmt. Für mich ist immer sehr, sehr wichtig, wie das dann tatsächlich ist. Und natürlich rede ich da gern mit, aber im Endeffekt machen wir gerne ein Bild davon. Und das kann man in Österreich mit unserer in der Landwirtschaft sehr, sehr gut. Wir haben alles da und da darf auch ein Betrieb sein, der ein bisschen größer ist und vielleicht 40.000 Hühner hat. Aber ich kann dort hinfahren, kann mit ihm reden und er kann es mir erklären, wie er es macht. Ja, durchs Reden kommen Leute zusammen. Nicht wahr? Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über den Stall geredet, jetzt müssen wir über die Freiflächen noch kurz reden. Ihr habt ja die Freilaufhühner, das ist glaube ich die Kaffeemaschine, gell? Die Kaffeemaschine, ja, und Kaffee haben wir da schon getrunken, ganz ja, sehr gut. Ihr habt ja den Freilaufbereich. Meine Frage ist, wie ist denn das draußen im Freibereich mit Beutegreifern? Was habt ihr da für Herausforderungen mit Fressfeinden? Und B, wie ist denn das mit diesen Überdachungen? Ist das Herden unterschiedlich, wie sie ausrennen? Hängt es davon ab, wie viel Baum da draußen stehen, wie viel Unterschlupf da ist? Von was ist denn das abhängig, dass so ein Hen wirklich ins Freie geht? Wir haben schon ein paar Mal gehört, manche wollen ja gar nicht raus. Genau, wie du sagst, gell? Also bei uns Menschen ist es auch so, manch einer geht gerne raus, manch einer geht gerne auf den Berg auf, einer tut gerne Radl fahren, das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Herde haben, die Herde ist bei uns eben 14 Monate, zwischen 12 Monaten und maximal 15 Monate, da kann sein, dass eine Herde da sehr gerne rausgeht und die sagt, boah, das taugt sie und da geht wirklich fast die Hälfte hinaus in die freie Wiese und ist immer draußen. Und es gibt Herden, die was dann sagen, nein, sie taugt das nicht so, da sind weniger draußen. Gell? Das ist immer typspezifisch ein bisschen anders. Also das ist ja nicht rausgezüchtet, weil das sind ja hochgezüchtete Rassen im Endeffekt. Das ist dann trotz aller Zucht, langjährigen Zucht, ist ja immer noch so ein Unterschied zwischen diesen Herden wahrnehmbar. Man muss schon eins unterscheiden und wenn man auf die Zuchtvariante hingeht, ist es schon so, dass wir eigentlich eine Henne haben, die was aus dem Urwald kommt. Das heißt, das ist nicht ein Hände, was da rumspaziert ist und da normal geht und in der Wiesn eingelegt hat und so schön gelebt hat, wie
wie man es sich vorstellen könnte, sondern eigentlich ist es ein Tier, das kommt aus der Natur, aus dem Urwald, hat Ängste vor Raubtieren, Raubvögeln, was die natürlichen Feinde sind. Und die brauchen schon einen Schutz, und der Schutz ist im Stall. Im Stall gibt es ein Futter, es gibt ein Wasser, deswegen sind sie da sehr, sehr gern drinnen. Natürlich gehen sie gern hinaus, und ein paar sind einfach, die wagen sich ins Gefährliche, sind dann auf der freien Wiese, da kann auch der Fuchs kommen oder der Greifvogel. Und deswegen suchen sie auch dort Schutz, und das ist im Auslaufbereich sehr, sehr wichtig, dass man dann das überdachen tut mit Bäumen oder mit Sträuchern, mit künstlich erstellten einfach so Dachflächen, wo man sagt, man macht eine Holzkonstruktion. Es gibt da, wenn man ein bisschen ins Modernere geht, sagen wir, man macht eine Zweinützung und stellt vielleicht Photovoltaikflächen zur Verfügung, und die Hühner können unterhalb spazieren gehen, haben Schutz vor den Greifvögeln, gleichzeitig einen Schatten. Das muss ich mal wieder speziell schauen, wie das am Betrieb da ist und was für Möglichkeiten sind. Wie ist es denn bei euch so der Erfahrungswert? Wie gerne gehen sie raus? Weil du hast jetzt erzählt, eben sie kommen aus dem Wald und suchen ihr Schutz, sind eigentlich Fluchttiere. Wie haben sie denn da bei euch die Möglichkeiten, sie unterzustellen, zu verstecken und eben lieber rauszugehen? Wir haben schon gehört, wir haben auch einen Tunnel verbaut. Das heißt, bei unserem Betrieb ist mitten im Hof steht der Stall. Und da haben wir eine Unterführung gemacht, damit wir da nicht gar nicht mehr hinkommen zu unserem Stall, sondern dass wir eine Zufahrt haben. Da haben sie einen Tunnel, da gehen sie auch gern durch. Gell? Gehen dann hinaus auf die freie Fläche. Wir haben Bäume und Sträucher und auch Grenzpflanzen gesetzt, wo sie sich im Sommer sehr, sehr gern aufhalten. Das heißt, sie gehen dort raus, haben einen Schatten, sonnen sie auch gern, aber sind im Winter sehr, sehr gern drinnen. Wenn jetzt einmal ein matschiger Tag ist, wenn Schnee liegt, das haben sie überhaupt nicht gern. Da sind schon gern drinnen. Das heißt, im Winter, wenn wirklich Schnee ist, dann gehen sie nicht wirklich gern hinaus. Weil es einfach kalt ist, es ist nass. Ein paar sind immer schön frech und schauen, aber wenn, dann sind sie nur kurz draußen und gehen dann wieder gern hinein oder im Außenschauraum, der was ja zwischen dem Stall ist, dann kommt der Außenschauraum und dann ist der Auslauf. Und vergnügen sich dort im Stroh, in der Einstreu, schauen dort, picken umeinander. Das heißt, im Winter gehen sie eher weniger hinaus. Wie weit trauen Sie die aus? Weil wie viel Fläche braucht jetzt ein Freilandhändl quasi mindestens, die was Sie quasi in Wiesenfläche geben müsst? Und das ist ja, wir haben ja die Wiesen gesehen, die geht ja weit hinter. Genau. Wandern die wirklich auch wirklich bis ans Ende der Wiesenmanke oder nutzen die den vollen Raum aus? Ja, sie nutzen den Raum aus. Es ist Herde zu Herde verschieden. Wir haben voriges Jahr eine Herde gehabt, da bin ich Sonntag spazieren gegangen und waren die Hühner ganz beim Wald drin. Die sind schon 200 Meter da oben, oder? Ja, da gehen wir schon 250 Meter. Aber natürlich, auch wenn nicht die pralle Sonne da runterstrahlt, sondern auch wirklich in der Früh oder mehr am Abend. Dann sagen sie, es ist ein bisschen sicherer. Der frühe Vogel fängt den Wurm wahrscheinlich. Ja, genau. Und ein paar gibt es, die wollen gar nicht rein, die sind eher die Nachtschwärmer. Ja. Die sind noch kurz vorm Fenster, werden immer draußen auf der Wiesn, und im letzten Moment, bevor das Stockfenster ist, gehen sie erst rein in den Stall. Das ist spannend. Also vom Verhalten her in der Gruppe nicht so recht viel anders wie bei uns halt auch. Ein paar so. Im Sommerzeit, wenn es extrem warm ist, gehen sie vom Tag überhaupt nicht. Da sind sie lieber vorne im Schatten oder drinnen im Stall. Die Leute gehen aus dem Sonnenlinger und die Hühner sind eher versteckt. Die wissen genau und gehen eher am Abend oder in der Früh. Und sonst ist ihnen nicht zu warm, oder? Ja. Sie haben keinen Mantel zum Ausziehen. Nein. Apropos, im Sommer, es wird immer wärmer, wir kriegen es mit. Wie ist denn das bei euch im Hühnerstall? Wie tut es da, wenn es da heiß wird oder wenn es kalt wird? Ist das irgendwie klimatisiert? Oder? Ja, also die Ställe haben ein Lüftungssystem verbaut. Also aus der Lüftung, ganz grob gesagt, das ist ein Ventilator, der was einfach schaut, dass die Frischluft hineinkommt und die Luft, die verschmutzte Luft oder einfach die sag mal, weil die Henne einfach einen Geruch erzeugt, dass wieder hinauskommt. Warum ist gerade beim Hennerstall das Thema Lüften so wichtig? Ich würde mal sagen, überall ist das Thema Lüftung wichtig. Gell? Ja. Selbst bei uns Menschen, also der, was jetzt irgendwo in einem Zimmer ist, der muss irgendwann mal das Fenster aufmachen. Spätestens, wenn der Nächste einer kommt und sagt, was ist denn da los? Dann muss ich bitte lüften. Das ist ein super Beispiel. Wenn viele Leute oder die Hühner im Stall sind, da ist auch wichtig, dass eine Frischluft drinnen ist, dass es sehr gut geht. Das heißt, das Tierwohl fängt dann schon an im Stall, dass eine frische Luft da ist, dass es ein frisches Futter da ist, dass sie Wasser da haben,
dass sie Beschäftigungsmaterial haben, dass sie dem Schaderaum ein Stroh oder ein Einstreu drinnen haben, dass sie sich hin und her bewegen können, das tun und lassen können, was sie den ganzen Tag wollen, und einmal am Tag gehen sie halt einlegen. Das machen sie auch freiwillig. Wir zwingen sie nicht dazu. Und wenn einer nicht legt, dann legt sie nicht. Wir können sie nicht beeinflussen. Also jetzt zwingt sie es nicht. Nein, das haben wir ganz normal. Das heißt, ungefähr ein Ei legt, und dieses eine Lied, was da gibt, ich wünsche dich wie ein Huhn, etc., legt jeden Tag ein Ei. Das, also da ist schon was Wahres auch drinnen in dem Lied. Ne? Ja, ziemlich. Also sie legt nicht jeden Tag ein Ei, aber... ziemlich gut, ja. Ja, klingt ein bisschen, ich lege jeden Tag 0,8 Eier oder sowas. Das singt sie so schlecht. Ja, das stimmt, ja. Bei den Beutegreifen hast du jetzt vorher gesagt, Fuchs einmal kurz und Greifvögel. Greifvögel. Ja, wir sind eher ein bisschen mehr auf die Füchse da spezialisiert. Die Greifvögel sind immer wieder da, aber noch nicht irgendwie, dass sie jetzt wirklich bewusst angreifen. Der Fuchs ist da eher mehr der Lauser. Und in der Nacht der Marder. Marder. Aber kommt der in den Stall auch? Ja, wenn die Luke nicht zugängen oder die Luke geht zu früh zu, dass die Henne wirklich nicht reingeht, dann, wenn sie vor der Luke sitzt, der Marder beißt den Schädel ab. Der Fuchs holt die Henne, nimmt sie mit und der Marder nimmt nur einen Schädel. Das heißt, der Marder ist ein Blutsauger, der ernährt sich von Insekten und Blut, und wenn die Henne jetzt einmal im Außen, also irgendwo draußen, vielleicht sogar im Sommer sitzen bleibt, kann es sein, dass ein natürlicher Feind kommt und dann ist so, wie es ist, gell? Und kann passieren, dass es sozusagen als Futter annimmt. Gell? Und dann beißt ein Schädel runter, tut Blut sagen der Marder, und die Henne stirbt sozusagen. Der Marder saugt nur das Blut. Genau. Okay. Okay. Der ist ganz klar, also der kommt in einen Blutrausch, kann man sogar sagen. Gell? Mhm. Wenn da 30 Hühner da sind, der im Verhältnis, der braucht eigentlich nur eine Henne zum Fressen. Aber er muss alle nehmen, weil in einen Blutrausch kommt. Der beißt alle nieder. Und in einer Nacht hat er 25 gebissen. Mhm. Was kann man da machen? Du, machen kann man gar nichts dazu, gell? Das ist so, wie es ist, die Natur ist da. Man kann einen Marder bekämpfen, dass man fangen tut. Das heißt, es gibt Marderfallen, oder für das gibt es eben beim Fuchs gibt's einen Jäger. Der kann einen Jäger, kann einen Fuchs schießen. Da darf man nichts Kabladen vom Hund nehmen. Gell? Für uns ist es erstens ein wirtschaftlicher Faktor, und für mich gehört Tierwohl auch dazu, dass ich schaue, dass ich die natürlichen Feinde dann auch bekämpfe. Und das heißt, ich muss einen Fuchs auch erledigen. Das darf ich auch als Landwirt, und darf einen Fuchs in meinen Hofbereich sozusagen schießen wie der Jäger, weil ich einfach die Hennen davor schütze, dass der Feind da ist. Ich bin der Beschützer sozusagen. Musst aufpassen. Wie viel kalkuliert man das? Wie viel Schwund hat man so? Kann man das so pauschal sagen? Gibt es da mal ein stärkeres Jahr für einen Fuchs, ein schwächeres Jahr? Also Schwund sage ich da ungern dazu. Ich sage einfach, wenn man Glück hat, dann kommt da einmal ja weniger, ein Jahr mehr. Das musst du wieder am Betrieb anschauen. Wenn ich mehr neben einem Wald bin, kann es natürlich sein, dass ein Fuchs lieber kommt, weil er einfach vom Wald hinauskommt. Aber in Wirklichkeit ist das ganz zufallbedingt. Gell? Zufall. Wenn jeder Pech haben, dann fahren wir hintereinander und wieder lang nichts. Genau. Also man kalkuliert, es ist nicht ein konstantes Verhältnis, was man sagt, okay, so und so viel holt jetzt wieder Fuchs. Nein, das, man muss da schauen, dass man einfach Bekämpfung macht. Das ist wie überall in der Natur, sagt auch, einmal, wenn das die Verhältnis viel da ist, dann muss einfach ein natürlicher Ausgang da sein. Und wir versuchen eben, dass man sagt, man bekämpft den natürlichen Feind ein bisschen, man distanziert den, ich gehe mit dem Hund spazieren, schaue, dass der Hund einfach sein Revier auch ein bisschen markiert, und dann ist der Fuchs einfach ein bisschen abgeschreckter vielleicht auch, dass der Jäger eben den bekämpft. Manch einer hat zum Beispiel mehr mit dem Greifvogel zu tun, der muss sich dann mehr auf den Greifvogelbekämpfung spezialisieren und muss sagen, ich tue was dafür, damit der mir nicht tagtäglich auch hinholt. Und wenn das ein kleiner Betrieb ist, was 300, 400 Hirne hat, dem tut es schon weh, wenn der 50 bis 100 Ausfälle im Jahr hat, weil der Greifvogel dort sein Mittagstisch hat, gell? Der kommt halt jeden Tag und will was Mittagessen. Ja. Nur für den anderen, das kann eine wirtschaftliche sehr, sehr massive Auswirkungen haben. Und es ist in jeder Region, je nach Ort, der Beutegreifer dort anders, und entsprechend muss sich da dann der Landwirt, die Landwirtin auch entsprechend darauf einstellen. Dort. Genau, das ist einfach eine andere Naturlage. Der eine ist der Greifvogel mehr spezialisiert und anders ist der Fuchs mehr spezialisiert. Ich möchte noch eins noch dazu sagen, man greift eigentlich schon die Bevölkerung eigentlich, so wie wir Stadtnähe sind, es werden immer mehr heißer. Man greift ein, wir haben Vorschriften gekriegt, wir müssen die DKV-Box haben. Was hat man früher gemacht, wenn man früher eine Henne hingehabt hat, hat man einen Wald umgegeben, dann hat der Fuchs holen können. Oder wenn der Jäger ein Wild geschossen hat, hat er einen Aufbruch gemacht, der hat es im Wald lassen. Man nimmt ja eigentlich die Tiere heute fast alles weg. Man macht ja eigentlich, nicht dass sie, Vorschriften sind immer gut, aber fast eigentlich zu viele Vorschriften auf.
Weil jedes Tier kämpft ums Überleben. Jeder Vogel braucht sein Futter. Mhm. Wir brauchen unser Futter zum Essen. Mhm. Und der Fuchs oder der Marder will ja leben. Er braucht ja sein Futter. Ja. Und wenn wir heute das alles über die DKV schon die Hirne brav entsorgen, der Jäger seinen Aufbruch auch in die DKV-Box gucken, dann das wird eigentlich, kommt zu dir, Körperfeuer, wird vielleicht noch verbrennt. Mhm. Oder irgendwie verarbeitet. Tierfutter wird davon nicht mehr verarbeitet in Österreich. Mhm. Man muss da ein bisschen nachdenken und schauen, was da eigentlich ist. Dass man das eigentlich der Natur entzieht, was eigentlich... Wieso kommt der Fuchs zum Hof oder der Marder zu mir direkt im Hof rein? Mhm. Er sucht sich sein Futter. Man muss sie, was sollten wir machen? Wenn wir nichts zum Essen haben, wir suchen wo irgendwas. Er will nur überleben. Das ist sein Prinzip. Spannend, aber wie gehen wir damit um? Nicht? Also, wir gehen auch mit um. Ja. Für uns ist es ein Schaden. Wir wollen die Hühner beschützen. Auf der anderen Seite, der Fuchs sucht nur Futter, damit er überleben kann. Ja. Die Leute sagen immer, das Freiland, da ist Freiland, da ist ein Space, weil man darf das ja nicht vergessen. So gut mein Ei ist, so gut die Hähne füttern. Weil so gutes Essen wir am Tisch haben, so können wir nachher hinten noch arbeiten, wenn ich körperlich arbeiten muss. Geistig brauche ich auch. Aber man darf das selber nicht vergessen. Man muss denken, was man alles braucht. Ja. Und was eigentlich ein Tier auch braucht, das vergessen heute viele. Und sie sagen immer, das Freiland, weil die Hähne auf der grünen Wiese ist. Nur weil sie vielleicht zu zweit ein Wirmel frisst, aber was für Krankheiten sie kriegen kann, das vergessen die Leute noch. Sie wollen es nur auf der Wiese sehen. Und sie glauben, wenn 10 hin und draußen sind, oder das sind die guten Eier, das macht die Qualität. Mein Papa hat das jetzt wirklich schön beschrieben. Mein Mais und mein Futter und das Ganze macht das Qualität, der Ölkuchen, was ich gebe und das Frische, so wie wir den ganz kann haben. Wenn ich das ich komme in den Stall rein, da rieche ich nicht einen Hirnermist oder die Hirner, sondern wenn die Fütterung anläuft, da rieche ich das gut, wie wenn wir heute ein Schnitzel am Tisch aufstellen, wie gut es eigentlich riecht und wie man gern nachher isst. Man darf das alles nicht vergessen. Das sind so viele Faktoren. Aber das ist ja das, ne, ihr wisst es, ja, als Konsument nehme ich das ja nicht wahr. Das ist ja genau, vielleicht deswegen reden wir ja auch drüber, dass man das, was du jetzt sagst, mit dem Geruch. Also ich kenn ja die Erzählungen von Hühnerstellen, es ist immer nur, der Hühnerstall stinkt. Nicht? Aber dass es im Hühnerstall auch offensichtlich nicht nur stinkt, sondern dass man das Futter riecht etc., das kommt ja nicht durch. Das ist mir. Aber was machen wir? Wir gehen jeden Tag schlafen, steigen in der Früh auf. Wo ist unser erster Weg hin? Höchstwahrscheinlich einer ein bisschen früher und der andere ein bisschen später aufs Klo. Was machen wir? Wir machen das Fenster auf und wir stinken aber auch. Das soll ich nicht vergessen. Ja, genau. Ja. Und das geht noch in die Kläranlage und kommt oben, weg ist es. Und ich bringe meinen guten Mist für die Hirne am Ackerhaus und baue wieder Mais und Getreide. Und das kommt wieder die gute Frucht. Man darf das alles nicht vergessen. Da ist eben, das hat er wirklich sehr, sehr schön beschrieben, muss ich nochmal sagen, der Papa. Die Kreislaufwirtschaft lebt wirklich bei uns auch. Und wir versuchen einerseits den Anbau der Futtermittel, Futter selber den Hühnern zu geben und die Ohren auf den Konsumenten zu haben. Aber dennoch ist es uns wichtig, so wie im Papa, Mama oder mir oder einfach die Philosophie von uns da, dass wir den Konsumenten aufklären und sagen, was wir da machen und warum wir das machen. Das tat sie ja aktiv. Erzähl mal bitte, was ihr da am Hof das Angebot an die Konsumenten habt. Ja, gern. Ja. Bevor muss ich noch kurz noch darauf einschweifen, es ist nämlich die Freilandhaltung, Biohaltung, da wird viel Werbung gemacht mit dem, das ist eine Schande, was jeder sieht. Gell? Das heißt, mir ist die wohl auch sehr, sehr wichtig. Nur das Bodenhaltung oder Käfig, gell, sage ich nicht, dass schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass es gut ist. Wichtig ist nur darum, der Henne geht es gut und was für ein Ziel man rausbringt. In der Freilandhaltung ermöglichen wir der Henne mehr Platz, die Möglichkeit hinauszugehen, und ihr dann mehr Tierwohl zu schaffen. Im Endeffekt ist das Ei aber nicht schlechter dafür gegenüber einem Bodenhaltungsei. Das ist, wenn es Futter passt, wenn es der Henne von der Tiergesundheit gut geht, das heißt, das ist eine gesunde Henne. Oder wenn es eine gesunde Kuh ist oder ein gesundes Schwein ist, ist es immer schlagausgebend, dass es ein gutes Produkt ist. Dann kommt der Tierwohl-Gedanke dazu und man sagt, man ermöglicht sich noch Kleinigkeiten, was uns Konsumenten einfach wichtig ist, dass ich sage, die Henne muss die Möglichkeit haben, hinauszugehen. Aber Fazit ist wirklich, dass das Bodenhaltungsei Minimum gleich gut ist wie ein Freilandei oder vielleicht sogar ein biologisch gefüttertes Ei. Da geht es rein um das Futtermittel. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Wir selber machen am Betrieb dann auch noch wirklich viel Arbeit, damit wir den Kunden, den Konsumenten oder einfach meinen Mitmenschen sagen, wie die Landwirtschaft wirklich ist. Ich versuche, also vor Corona ist es noch ein bisschen besser gegangen, dass man wirklich die Konsumenten am Hof herbringt. Wir machen Hofführungen.
Tag der offenen Stalltür haben wir. Da muss man sich vorher anmelden bei euch, oder wie ist das? Ja, also bei den Hofführungen versuche ich Gruppen zu machen, damit, also jetzt, ob es jetzt Schulgruppen sind, es waren schon mal Pensionistengruppen da oder die Landjugend oder Tag der offenen Stalltür direkt für die Konsumenten, die das bei uns einkaufen. Tag der offenen Stalltür, ja, cool. Das sind ein Tag, ein halber Tag, wo man mehrere Hofführungen macht und die Leute sagt, erstens, wie wir da am Betrieb arbeiten, was für Produkte wir machen. Aber andererseits ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich herzeige, wie die Landwirtschaft aktuell ist. Gell? Weil vielleicht, manche haben es vorher gerade durchgeredet, dass 14.500 Hühner viel sind für manche. Und ich selber noch erkläre, warum das für mich eigentlich gar nicht viel ist. Ich sage mit voller Stolz drauf, dass ich ein Mittel oder dass wir da als Familie ein mittelgroßer Produzent sind, dass wir Eier wirklich produzieren können, damit wir eine gute Versorgungssicherheit darstellen können, die die Region und der Weiten nicht alleinige sind. Wir sind nur einer von vielen. Und wir das in Österreich so nur schaffen können, wenn viele Landwirte da sind und die Produkte produzieren. Und da kann jeder schauen kommen, wie es ausschaut. Und wie ist das so, wie sind die Rückmeldungen von den Leuten, die auf den Hof kommen? Von bis, also natürlich kriegen wir auch negative. Also normal sollte man also mit positiven anfangen, aber ich sage mal negativ an. Zwei ist anders. Zwei ist anders, ja. Einfach mit dem Kopf reingeschoben. Nein, es kommt immer wieder negativ an. Der so da gehen nichts einkaufen, das ist ja voll legitim. Gell? Ich sage immer, ich sage es her, mache da Meinung drüber, aber grundsätzlich bin ich nichts besser. Oder wenn ein Freund zu mir sagt, du, ich kaufe den ein, dann sage ich, du wirst dir deine Gründe haben, passt dir voll gut. Und wie geht man damit um? Ich finde das viel spannender, weil uns sagen wir auch oft, dass unser Podcast so super ist. Wir waren lieber mal, wenn wir sagen, was nicht passt, aber das sagt man nicht. Da müssen wir auch noch reden, gell? Ja, danke. Also wie geht man darauf um? Also wie mit dem Wald reinbläht, so kommt es wieder zurück. Wenn mir einer nur anböbelt oder sonst was, dann höre ich es mir an, zurückböbeln wäre es nicht, der hat seine Beweggründe. Die handeln da sehr wertfrei, sage ich, er wird schon seine Gründe haben. Mir ist nur wichtig, damit er weiß, wie ich wirklich arbeite und nicht irgendwas was Falsches wiedergeben sollte. Lügen tue ich nicht, ich bin sehr ehrlich, sage alles ehrlich her, wie es ist. Und will ihn aber nicht überzeugen, dass er wieder zu mir einkaufen kommt, weil mein Ziel ist einfach, dass er weiß, wie es abläuft. Umgehen ist unterschiedlich, ab und zu ist er emotional oder einer sagt, dem gefällt das gar nicht. Was sagst du ihm dann? Was sage ich nachher? Das ist eine gute Frage. Ich versuche da sehr simpel einfach ihm das zu erklären. Und dann einfach schauen, ob er es versteht oder nicht, oder ihm darauf hinzuweisen, warum ich das mache. Einfach damit ich sage, wie oder warum ich das mache. Wenn er es verstehen anfängt oder sie mehr wissen will, dann gehe ich mehr darauf ein. Wenn nicht, dann kann ich nichts mehr machen. Dann verschließt er sich selber. Und wenn wir beim Positiven sind, die kommen, die sagen es mir nachher auch, die tragen das Ganze weiter, was wir erzählt haben oder was sie gesehen haben, wie die Landwirtschaft ist, das erzählen sie auch daheim oder bei der Familie, bei den Freunden. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich das schon mache und auch meinen Mitkollegen und die Landwirte, was meine Berufskollegen sind, auch die sagen, Leideln, bitte geht's, wenn es wieder mal geht, ins Wirtshaus und da schaut es euch nicht, erzählt es, wie es ist, eure Leute, eure Freunde auch, warum ihr gewisse Dinge macht. Das hat alles einen Grund, warum wir es machen. Weil es einfach... warum? Gell? Also warum ist das Wichtigste? Und es hat alles als Ziel, dass wir sagen, wir können erstens leben und wir betreiben eine Landwirtschaft. Auf Basis von warum kann man auch diskutieren. Nicht? Ja. Aber gibt es viele Berufskollegen in deinem Alter zum Beispiel, die oder Kolleginnen, die sich schämen oder die sagen, okay, oder vielleicht Angst haben oder nicht direkt mit den Konsumenten in Kontakt treten wollen? Ja, also ich sage immer, dass jeder Mensch ist anders, wie bei uns. Manch einer, der tut gerne im Büro arbeiten, manch einer ist ein Verkäufer, manch einer... hat Eike als Verkäufer und davor rennen und schreien. Das ist, jeder Mensch ist anders. Und auch ein Landwirt ist ja jeder Landwirt anders. Ich selber bin, ich rede gern, ich kämpfe gern, ich bin... Nein. Gerne Verkäufer. Okay, nein. Das war uns nicht aufgefallen. Papa lacht zustimmend, ja. Und meine Kollegen, viele, die sind einfach gerne daheim, haben mehr Ruhe, gehen gerne in den Stall rein, die sitzen eine Stunde lang im Stall, beschäftigen sich mit den Tieren und da bewundere ich genau sie. Da denke ich mir, boah, der steckt Energie in seiner Landwirtschaft, zu seinen Tieren oder am Ackerbau, der fährt extra nochmal am Sonntag oder nach dem Gewitter oder
nach einem Regen in so sein Feld und schaut sich an, wie weit ist denn jetzt das Pflanzerl gewachsen. Mhm. Und der dann eher mehr, wenn er privat unterwegs ist, eigentlich dann nicht so gern davon redet. Mhm. Weil er einfach das nicht so seins ist. So wie jeder andere, also das Pauschalrezept, Landwirte geht raus und kommuniziert über einen das Betrieb. Gibt's nicht. Das gibt es so das einfach auch leider nicht. Ja. Mir ist nur wichtig, dass ich ab und zu, wenn einer ist, und es ist leider, wie es im Leben ist, der, was am lautesten schreit, den hört man einfach zu, mhm. weil der hat das lauteste Organ und die anderen rücken dann eher mal im Hintergrund. Mhm. Bewusst dann auch wirklich mal so einen Stopp, so ist das nicht, ich mache das so. Mhm. Ganz, wenn der einfach sagt, du, wenn auch nur der Freund sagt, du fährst nur mit deinem Jauchenfassel mhm. und tust immer, dass alles stinkt, gell? Mhm. Standard. Geschichte nochmal, gell? Mhm. Sag ich, du, woher, ich tue da ein Jauchen oder ein Mist ausbringen oder eine Gülle ausbringen, damit meine Pflanzen, was ich ansetze, oder damit ich, wenn ich was auf dem Acker anbaue, mhm. damit es dann Nährstoffe hat und wachsen kann. Mhm. Und ich kaufe nicht einen Handelsdünger ist ja ein Kunstdünger, aber wir sagen Handelsdünger dazu, damit ich den, das ist ein chemisch erzeugter Dünger, mhm. der was aus Luftstickstoff erzeugt wird, den zur Pflanze hinbringe, sie ernährt sich auch davon, das ist jetzt nichts Schlechtes, aber es ist eben wieder woanders hergeholt. Mhm. Und ich sage, ich habe einen Wirtschaftsdünger, die Pflanze kann sich auch von dem ernähren und das ist ein Kreislauf. Dafür stinkt es aber. So wie der Papa vorher erklärt hat, dass es was ganz Normales ist, bei uns Menschen auch. Nur weil man einen Raum hat oder ein Klo hat mhm. und dort schnell dort ist und dann wieder weg ist und man nichts mehr davon mitkriegt, mhm. was der aus den Augen, aus dem Sinn, gell? Mhm. Nur wenn man es riecht, dann heißt es wieder, wer ist denn da jetzt schuld, gell? Mhm. Kann aber die Menschen ab und zu sein, gell? Und wer hat denn da, wer war denn da jetzt gerade, dass man da lüftet, riecht, gell? Mhm. Es ist was ganz Normales. Merkt ihr eigentlich auch, dass ich schaue jetzt aus dem Fenster und bei euch sind ja Wohnhäuser rundherum auch, merkt ihr auch, dass durch zunehmende Siedlungsdichte es schwieriger wird für die Landwirtschaft, quasi in dieser Symbiose mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden zu leben, dass da einfach potenziell mehr Konflikte entstehen können? Es ist anders geworden. Mhm. Also ich sage einmal, früher, wie wir es heute auch schon gehört haben, dass es eher, da hat sich jeder, hat jeden kennt. Mhm. Da war beim Dorffestl, da bist du hingekommen, da hat jeder sich kennt und da ist austauscht worden, was ist passiert, oder bei den Kirchen. Mhm. Mittlerweile kommt einfach der Zuwachs, viele ziehen aufs Land. Mhm. Und dann ist es schon wichtig, dass da ein bisschen Austausch dennoch passiert. Gell? Mhm. Auf der anderen Seite ist das Verständnis nicht immer da. Mhm. Und die sind dann nur zum Wohnen da. Früher waren es Teil der Gemeinschaft, nicht? Ja, sie sind halt hergekommen und es hat sich verändert, die Gesellschaft. Gell? Ja, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zum Schlechten verändert hat, ja, aber es ist anders geworden. Ja. Was ist anders geworden? Muss es ja nicht werten. Nicht? Man muss es nicht werten. Ja. Das heißt, manchmal fehlt das Verständnis und dann ist auch wichtig, dass man es erklärt, warum stinkt es da. Es ist jetzt nicht nur immer schön oder es ist jetzt nicht nur immer die Sonne da und ich schaue raus auf dem Acker, mhm. sondern das gehört dazu, dass ab und zu ein Traktor umeinander fährt oder vielleicht ein Mähdrescher umeinander ist, dass Erntemaschinen unterwegs sind, mhm. dass es Zeiten gibt, wo in der Nacht wer unterwegs ist. Das passiert ja uns, wir machen das ja nicht wie Landwirte, weil uns langweilig ist. Wir machen das oder zu Fleiß vielleicht, ja. Oder zu Fleiß. Ich muss auch mal gesagt, bei mir habe ich immer schon geglaubt, ich mache das. Genau, ich fahre immer zu Fleiß hin und der Nacht. Mitten in der Nacht fahre ich gern dran. Und das ist dann auch oft, wenn ich mit den Leuten rede. Oder ich mache es gern, weil ich einfach der Typ bin, dass ich auf Facebook, weil ich ein bisschen eine Community mittlerweile habe, nein, poste, Achtung, jetzt nächsten zwei Tage tun wir in dem Raum, bringen wir Mist aus, gell? Mhm. Manche freuen sich, oh cool, der sagt mir jetzt Bescheid, ich tue mir Wäsche jetzt nicht waschen oder hängt es nicht hinaus, weil das Wetter halt auch schön ist. Mhm. Wir versuchen das auch gezielt zu machen, nur wenn es wirklich regnet, dass wir es früher ausbringen oder schnell einarbeiten. Mhm. Das heißt, wir tun schon Vorarbeit leisten dazu, mhm. versuchen aber dennoch auch zu den Mitbewohnern im Ort oder wo es da ist, sehr wirklich zu kommunizieren, dass da jetzt einmal kurz ein bisschen was stinken anfangen. Gell? Mhm. Das ist halt nicht für jeden Landwirt die Möglichkeit da. Mhm. Und deswegen ist auch oft dann so eine negative Rufe da. Das heißt, der fährt schon wieder, der schwingt schon wieder. Gell? Mhm. Das gibt es auch und mit dem versuchen wir dann schon zu agieren und zu reden. Aber spannend, wie du das beschreibst, weil so habe ich es noch nie gesehen, dass einfach
Ja, ich sehe schon, so wie du gesagt hast, früher war es halt auch eine Dorfgemeinschaft, wo man sich halt auch getroffen hat und wo man halt auch gewusst hat, warum eigentlich. Nicht? Und da jetzt, wo natürlich viele Familien Häuser bauen am Land etc., man ist halt nicht mehr Teil dieser engen Gemeinschaft, die was man halt war, sondern man wohnt halt dort und da wohnt halt der und der und der und dann gibt es halt die Alteingesessenen und die Zugreisten, wie es dann so schön heißt. Da ist halt nicht mehr so viel Kommunikation automatisch da. Genau, das heißt, aber ich bin ein Bauer, der kommt aus einem ganz anderen Ortschaft. Gell? Und vor allem habe ich dort einen Acker bekommen, aber keinen Pachten, weil ich einfach ein Futtermittel brauche und dann fahre ich halt einmal weiter. Das sind 20 Kilometer, mit denen wir beim Festl gar nicht zusammenkommen, weil der einfach mich gar nicht kennt. Vielleicht geht er woanders in die andere Richtung arbeiten oder ist wo zu einem Freundeskreis wo ganz anders. Da steckt so viel dahinter. Gell? Und allein wenn man mit irgendwen redet und der kennt wieder wen, gell? Das Netzwerk anerkennt einen anderen und erklärt ihm das. Gell? Wichtig ist einfach, das Bewusstsein da zu schaffen, dass wir das da nicht Jux machen, wie wir gesagt haben, und das zum Fleiß ausbringen. Jetzt muss ich noch einmal zurück zu den Händeln, bevor wir dann zur Direktvermarktung rüberhupfen. Die eine Frage ist auch, wie lange sind die Händeln bei euch im Betrieb? Und was passiert, wisst ihr, was dann mit euren Händeln passiert? 12 bis 14 Monate, maximal 15 Monate, sind sie da bei unserem Hof. Das heißt, sie kommen eigentlich als Junghenne. Ja. Die sind dann schon 18 Wochen. Das heißt, 4 Monate sind sie Minimum alt. Also 4,5 Monate. Die kommen da von einem Junghennenaufzug. Genau, also Anfang tut sie ja bei den Legehennen oder beim Masthändel gleich. Also sie schlupfen als Küken. Brüterei. Und dann... Das passt schon, gell? Ja, hast du erklärt, bin ganz stolz. Genau, das ist ein kleines Wusel, sagen wir dazu bei uns. Das ist ein kleines Küken. Die Legehennenrassen kommen dann in einen Junghennenaufzuchtstall. Dort muss ich noch ein bisschen einhaken, also dort ist eben auch die Geschlechtstrennung. Wir können nur Damen haben, das heißt bei den Legehennen sind nur die Weiblichen, die was Eier legen können. Und die Männlichen sind in dem Fall, müssen dort getrennt werden, also aussortiert. Das heißt, man muss dann die Weiblichen zum Männlichen trennen. Das Thema Bruderhähne, ne? Das Thema Bruderhähne. Ja. Oder wenn ich noch kurz erwähnen kann, einfach, dass das... Die werden jetzt nicht entsorgt oder sonst was, aber sie sind wieder im Wirtschaftszweig nicht da oder wirklich zum tragbar, dass man es wieder mit aufziehen kann oder Fleisch mästen kann. Es gibt zwar ein paar Projekte, wo man sagt, oder wirkliche Betriebszweige schon, wo man den Bruderhahn mit aufzieht. Das heißt, man zieht den dann wirklich für gute 2 Monate auf und mästet den, aber das ist ein wirtschaftlicher Zweig, der was eigentlich gar nicht wirtschaftlich ist. Wir tun, das Küken wird auf der einen Seite, das ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen versuche ich das ein bisschen zu erklären, weil mir das auch wichtig ist. Und ich sage, das Küken wird auf der einen Seite als Futtermittel für Raubtiere in Zoos oder sonst was wirklich weiter verwendet. Das ist ein Produkt, wenn man so nennen will, was das, die werden nicht einfach nur weggeschmissen, wie es oft, wie es ich geglaubt habe. Ja, oder das brutale Herzog vom Schreddern. Also ich habe die Bilder auch im Kopf. Gell? Also ich muss halt liegen, wenn ich das noch nie gesehen habe. In Wirklichkeit passiert so ein Kükenschredder nicht. Das gibt's bei uns nicht. Ja, gut, okay. Also in Österreich gibt es das nicht. Da gebe ich, Bianca gibt da vollkommen recht. Das gibt es nicht. Aber das ist ein wertvolles, ich sage jetzt nicht gern Produkt dazu, für mich klingt das persönlich nicht so gut. Ich sage lieber, das ist für mich ein Futtermittel. Das geht dann halt in einen Zoo oder in einen Tierhandel, weil irgendwas muss die Schlangen auch fressen. Die Schlangen, die was wir vielleicht daheim sogar haben, weil irgendwer hat als Hobby gern ein kleines Haustier, das ist eine Schlangen. Oder soll es irgendwie ein anderes Reptil sein oder sonst was, das braucht auch Futtermittel. Ich kann die Tiere nicht sagen, ich tue die zu Vegetarier ziehen. Gell? Wir haben das bei der Hand gemacht. Also die Hühner sind ja eigentlich auch Fleischfresser. Die fressen wie immer Insekten oder sonst was. Wir sagen, nein, wir tun sie zu wirklichen Vegetarier machen. Und das Kükenschreddern ist jetzt nichts. Also das ist eben nicht in Österreich der Fall, sondern wir sagen, das wird das Futtermittel dann weitergegeben. Natürlich gibt es eben, das ist genau, was wir vorher gehabt haben, das Marketing, Tierwohl ist uns sehr wichtig. Wir bringen kein Küken um, sondern wir ziehen es dann auf und haben und mästen den Legehahn. Ist aber in Wirklichkeit nicht wirtschaftlich. Das sind Zweige, die werden refinanziert über einen anderen Bereich, über das Ei. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich sage, ich will die Philosophie und der Tierwohl ist mir wichtig, dann sage ich auch, dass ich keine Futtermittel verschenken werde. Und da fängt es an, dass ich an Legehahn mästen anfange. Das
Also es ist eine Einnutzungsrasse? Eine Einnutzungsrasse, wo es eigentlich Eier legen sollte, nur der Hahn kann kein Ei legen, tue ich dann mästen und nimm dort wertvolle Futtermittel, was ich vielleicht dann in der heimischen Produktion wegnehme und noch vielleicht mehr von den anderen Ländern zukaufen muss oder vielleicht sogar ganz überhaupt gesagt Urwald gerodet wird, gell? Weil Urwald wird nur gerodet, damit wir Futtermittel anbauen können. Ob das sinnhaftig ist und ich sage, ich tue jetzt einen Hahn mästen und der hat dann nur 1,10 Kilo und aus dem mache ich Frankfurter, weil es ein Händel Frankfurter ist, weil aus dem kann ich nie ein Grillhändel bei einer Grillhändelstation oder irgendwo ein richtig schönes Hühnerfilet beim Lebensmitteleinzelhandel, das kriege ich nie von dem, weil der das nicht hat, gell? Dann ist für mich die Sinnhaftigkeit einfach dahinter, was für mich fehlt. Da sage ich lieber, das Futtermittel, also das Hahnenküken, gell? Das hat einen Sinn dahinter und geht zum Raubtier und wird dort verfüttert. Das war ja ein Hammer-Moment bei uns. Ich habe das nicht gewusst und ich glaube, ganz viele Leute wissen das einfach nicht, dass die Küken quasi für Futterhandlungen etc. Raubtierfutter sind. Genau. Und dass, wenn es wir nicht im Inland nutzen würden, dass wir es dann einfach zukaufen müssten. Genau. Dann würde man das Problem ja nur ins Ausland auslagern. Ja. Man lagert es aus und so kommt es eigentlich auch Futtermittel aus dem Ausland und dann ist es halt sogar ein totes Küken, kommt dann vom Ausland und ich da im Inland eigentlich irgendwas machen, was eigentlich gar nicht irgendwie wirtschaftlich ist, sondern ich eigentlich nur mein Gefühl, mein Bauchgefühl irgendwie beruhigen will und irgendwie künstlich was herschaffen will, damit ich mein Gewissen beruhigen kann. Weil mein Gewissen ist, dass ich ein Tier nicht töte. Im Endeffekt wird der Hahn dann gemästet und wird auch getötet. Gell? Man darf es jetzt nicht irgendwie schön schreiben, weil das ist nicht so, dass ich den Hahn dann mit 1,10 Kilo nach 2 Monaten, das ist eine Zeit und eine Zahl, dann sage jetzt, flieg aus, lebe dein Leben draußen im Wald. Weil spätestens dort kommt der Fuchs und frisst und denkt sich, ah, cool, jetzt ist ein Hahn da. Gell? Das Leben ist in der Natur gefressen oder gefressen werden. Leben ist lebensgefährlich. Das Leben ist lebensgefährlich. Sozusagen. Du sagst es. Ja, vor allem für einen Bruder Hahn im Wald. Das ist nur ein kurzer Ausschweif, was mir einfach wichtig war, weil das ein ganz brennheißes Thema ist, was wirklich aktuell ist. Gell? Die Sparte bewegt sich dahin, gell? Und es hat auch wirklich enorme Auswirkungen. Und dann musst du Stallungen bauen, damit du die Hahnenküken aufziehen kannst. Da ist mir lieber, ich sage das und erkläre es, wie es ist. Weil einfach das Wissen, ich habe leider durch die Social Media Kanäle auch die Videos im Kopf hängen. Die hat ja jeder, weil das siehst du einfach schnell. Klar. Ich finde auch, dass das ein wichtiges Thema ist und das hätte ich gerne noch gefragt, aber du hast das vorweggenommen und wirklich sehr schön erklärt. Das freut mich auch besonders. Dann sage ich danke und entschuldige, dass es da weggenommen ist. Nein, perfekt. Eine Schere drüben. Ja, okay. Ja. Wunderbar. Und wisst ihr, was mit den Händeln, die ganz normalen Legehennen dann passiert? Genau, also das ist der Kreislauf schließt sich dann, also beginnt dann eben beim Küken mit der Junghenne und kommt dann zu unserem Hof. Sie legt bei uns die Eier und ist dann ihr Lebensdauer, die 12 bis 15 Monate maximal bei uns. Und kommt sie dann zu einer Suppenhenne zum Schlachthof. Das heißt, die Eier, die legt dann kaum welche mehr, also das ist alles vorbei und das tragt sie nicht mehr, weil dann legt sie nämlich nicht jeden Tag ein Ei, so wie man es im Lied hört, sondern nur mehr jeden zweiten Tag ein Ei und nicht nur Sonntag kann, sondern wirklich eben, dann wird es unwirtschaftlich und dann ist das wirklich das Wirtschaftsjahr sozusagen aus und kommt dann zum Suppenhennen-Schlachthof, wird dort auch wieder... Ist es ein eigener Betrieb? Oder? Sogar nur einen in Österreich, oder? In Österreich haben wir Gott sei Dank noch einen Schlachthof, der was das verarbeitet. Das heißt, die alten Legehennen werden zu Suppenhennen weiterverarbeitet. Da wird ja jedes Teil, gell? Da wird auch wieder nichts weggeschmissen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Es ist im Fachjargon fast sozusagen ein Produkt, da muss ich wieder Produkt sagen, Lebensmittel, was eigentlich kaum mehr nachgefragt wird und nur in einem Billigsbereich ist. Das heißt, was? Suppenhändel? Suppenhändel, ja. Also ganzer halt, zum Suppenkochen. Ja, genau. Also ganzes Händel zum Suppenkochen. Wie oft, werde jetzt für mich gefragt, wie oft isst du Suppenhändel? Ja. Oder wo hast du das letzte Mal ein Suppenhändel zum Kaufen gesehen? Genau. Stimmt, man sieht die Suppenhändel auch nicht mehr. Nein. Oder ich auch nicht mehr bewusst vielleicht. Ich weiß es nicht, ja. Ich bin auch noch, also Suppenhändel. Du tust Teile kochen, aber wirklich eine ganze Suppenhähne oder sonst was. Wobei so eine Hähnersuppe war gut, es ist schon eine. Ja, aber es wird nicht mehr gemacht. Und meistens ist es ein Pulver, nicht? Und das ist dann wahrscheinlich Variante 2 nach der Suppenhähne.
war der Ante 2 und vor allem, was es auch wirklich ist, gell, wir haben viel zu hohe Mengen, dass du sagst, so viel Suppen. So viel Suppen können wir gar nicht essen. So viel Suppen können wir gar nicht essen, weil ab und zu ist da gerne was anderes. Mhm. Und da wird es einfach weiterverarbeitet und da geht es auch viel in die Bettindustrie, also in die Tiernahrungsindustrie. Gell? Mhm. Das heißt, da wird Tiernahrung draus gemacht, aber auch viel wird weiter in andere Länder gemacht. Gell? Das heißt, das ist eher ein Lebensmittel, was dann ins Ausland kommt. Gell? Das heißt, man muss auch international denken und nicht nur auf Österreich spezialisiert, weil wir bei wichtigen Produkten oder bei Lebensmitteln auch abhängig sind vom Export. Da werden die Suppenhändler gehen einfach ein Teil nach Spanien, weil dort die Nachfrage größer ist. Oder vielleicht die Krallen oder sonst was, vielleicht sogar nach China umgekommt. Weil dort wird das gegessen und konsumiert. Wegschmeißen tun wir nichts mehr. Weil es einfach auch ein wirtschaftlicher Zweig ist. Und wenn nur ein bisschen Erlös da ist, es muss verkauft werden, damit es alles tragbar ist. Damit das Händelfleisch den Preis im Konsum, also wirklich im Lebensmitteleinzelhandel hat, was er jetzt hat. Oder das Ei so billig ist, wie es jetzt billig ist. Wenn ich nur wenige Hühner hätte und das alles mit einer anderen Philosophie arbeiten würde, müssten die Lebensmittel viel, viel teurer sein. Grundsätzlich will ich auch damit sagen, und auf den Punkt kommen, wir sind jetzt nicht abgeneigt, dass wir jetzt nur auf hohe, also wirklich hohe Stückzahlen produzieren und immer größer werden. Wir sind sehr kundenorientiert am Hof, aber generell die Landwirtschaft ist sehr am Konsumenten hängend und der Konsument bestimmt dann, was er einkauft, wie er wirklich zu was für ein Produkt er hingreift. Zudem verändert sich da auch der Markt oder einfach die Landwirtschaft. Weil wenn der Konsument jetzt irgendwann einmal von heute auf morgen sagt, ich esse kein Händelfleisch mehr, ja, dann ist die Folge da, dass irgendwann kein Landwirt mehr... Du hast gerade Bianca aktiviert. Du hast mich gerade aktiviert. Ja, ich bin bei dir, weil mein Auftrag ist es, oder meine Idee ist es ja auch irgendwie herzuzeigen, wie das alles so funktioniert in der Landwirtschaft. Und genau, und dass das halt auch Spaß macht und dass Essen irgendwie leibend ist und Landwirtschaft auch und das nicht mit dem Tutu-Finger, sondern dass man halt daraus cooles Essen machen kann und dass man halt auch irgendwie das Bewusstsein hat als Konsument, wo es herkommt und dann was man auch damit machen kann. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe und das ist einfach zum Beispiel in Österreich meine Hauptbezugsquelle von Lebensmitteln und da gibt es halt das, was es gibt, welche Wahl habe ich dann? So, jetzt haben wir zu dir geneigt, also das freut mich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es rein am Konsumenten abhängt, aber das ist ja, das Ganze ist viel, viel größer, wie wir da jetzt, was wir jetzt gerade anschweifen. Gell? Einerseits ist es die Landwirtschaft, was wir da haben, andererseits die Interessenvertretung, wie stark wir sind. Die Landwirtschaft ist der einzige Zweig, der was eigentlich die Preisgebung abgegeben hat. Wir sind eine Form, ein Unternehmentum, der was nicht mehr preisbestimmend ist. Wir haben gesagt, wir produzieren und der Rest übernimmt alles andere. Das heißt Verkauf, Marketing, die Verkaufsstellen, das macht alles wer anders. Aber der Preis wird auch von wem anders bestimmt. Wir haben das Glück, dass wir einfach in wenigen Export in Bereichen geschaut haben, dass wir eher mehr im Inlandversorgung machen und Gott sei Dank durch Interessenvertretung sehr viele Labels, was vielleicht oft auch einfacher wäre für Konsumenten mit nur ein paar Labels sind, aber dass wir österreichische Produkte im Einzelhandel haben. Und der Konsument hat schon eine kleine Mitbestimmung. Natürlich will ich da jetzt nicht bestätigen und sagen, der Konsument ist allein bestimmender. Da hängt auch viel von den Einkäufern ab und auch von den Lebensmittelhandel, dass die wirklich agieren und jetzt keine, nehmen wir es her, weil es so schön bei uns jetzt war mit den Kartoffeln aus dem Ausland einer kommt, aus Israel kommt, dort ist gerade Kartoffelzeit, dort muss man schauen, dass die Kartoffeln verkauft werden, natürlich, das wird angeboten, der Lebensmitteleinzelhandel sagt, da kommt jetzt eine Menge an Ware hinein, das ist der Preis, wie in Österreich haben wir noch ganz viel auf Lager und müssen das auch verkaufen, nur wir produzieren teurer und da kostet der Kartoffel mehr. Und dann sagt also natürlich ist es auch für den Lebensmitteleinzelhandel ein wirtschaftlicher Zweig und muss sagen, dort kaufe ich billiger ein, dort wird meine Rechnung besser passen. Da ist ja wichtig, dass man die richtigen Leute wo richtig sitzen hat. Oder dass man die richtigen Leute dann dort anrufen und sagen, Herr Einkäufer, bitte schau mal, unsere Lager sind voll. Schaut zuerst auf uns. Wir können da die Wirtschaft bestimmen und nicht aus dem Ausland. Aber wessen Verantwortung ist es dann? Weil ich finde das Thema super, es sind die Kartoffeln aus Israel oder Ägypten oder wo immer die jetzt herkommen, billiger. Wieso sollte der Handel
jetzt die Verantwortung übernehmen und die teuren einkaufen, das ist ja nicht seine Aufgabe, oder? Ja. Der Handel ist ein Händler, genau, weil er günstig einkauft und teuer weiterverkauft. Der Konsument geht einkaufen, kauft auch noch, ich kaufe auch noch einen Preis für, ja. Mhm. Wer hat die Verantwortung? Sind es die Rahmenbedingungen? Müssen wir schauen, dass die Preise endlich das widerspiegeln, was sie widerspiegeln sollen, nämlich die Kosten? Oder wie machen wir uns das aus? Ich sage, das liegt bei uns allen, gell? Ja. Das fängt beim Konsumenten an. Ich mag ihn. Ja, du, oh, ich bin sympathisch, Mann. Ja, super. Ich lasse es da. Endlich das Eis gebrochen. Wunderbar. Aber das liegt bei uns allen. Das ja, heißt, aber wie kriegen wir es auf den Boden? Wie kriegen wir es uns am Boden? Ich glaube, dass man als Konsument sagt, und ich kaufe bewusst ein, natürlich ist ja klar, auch nach dem Preis. Es ist nicht so, dass jeder nur schauen kann und ich spenden würde oder sonst was, sondern ich muss auch gezielt nach dem Preis einkaufen. In Wirklichkeit sind es nur ein paar Cent, die was es dann bewusst ausmachen. Und ich sage, die 10 Cent bei der Packung, dann unterstütze ich aber die heimische Landwirtschaft oder unser Sozialsystem. Da hängt das Weiterdenken einfach viel mehr. Wenn der Konsument einkauft, aber andererseits auch die Leute, die was an die richtigen Stellen sind, sind ja auch Konsumenten. Ja. Und da fängt es an. Das heißt, alle wie wir sind. Und wenn der Politiker dort einfach noch wirkliche Entscheidungen trifft, dann ist auch wichtig, dass er dann die heimische Landwirtschaft fördert, weil er mit der Landwirtschaft eine gesamte Wirtschaft fördert. Mhm. Und so wie er sagt, das Sozialsystem kann leben, weil wir in Österreich einfach da alle miteinander uns gut geht und die Produktion. Jetzt sind wir beim Konsumenten wieder, oder? Irgendwie also schon, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht moralisch einkaufen. Also ich will nicht bei jedem Einkauf die moralische Last des Sozialsystems, der kulturellen Verantwortung und sonst noch 100 andere Aspekte beim Kauf meiner Kartoffeln. Also das mache ich vielleicht einmal bewusst und bin dann stolz und mache ein Posting, aber ich kaufe ja im Jahr 100 Mal ein. Das will ich ja nicht jedes Mal machen, oder? Ja, aber jetzt muss ich dir aber fragen, warum machst du... Ja, ist gut, ich mache es mir Gegenfragen, ich frage dir nichts mehr. Ja, sag. Warum machst du den Podcast an? Da fange ich genau deswegen. Genau deswegen, weil ich selber von mir weiß, wie ich einkaufe. Ich mache bei mir selber keine Ausnahmen. Genau deswegen mache ich den Podcast, weil ich ja teilweise weiß, wie ich reagiere oder wie ich agiere. Und ich könnte natürlich jetzt die sozial erwünschte Antwort geben im Fernsehen, Radio und Podcast und überall. Ja, mir ist das total wichtig beim Einkaufen. Ich schaue bei jeder Tomaten, überlege mir 15 Mal, wo sie herkommt und wie sie ausschaut. Ich tue das aber nicht jeden Tag. Und ich gehe davon aus, dass das die wenigsten Leute permanent machen. Und ich gehe so es oft ist auch so. Ich tue das nicht. Und ich tät mir echt persönlich, das ist meine persönliche Meinung, wünschen, dass ich im Supermarkt oder in jedem Geschäft, wo es halt Lebensmittel gibt, vorm Regal stehe und dass ich mir sicher sein kann, dass die Lebensmittel, die es dort gibt, so produziert sind, dass es den Menschen gut geht, die es gemacht haben, den Viechern gut geht oder halt dem Boden, je nachdem, was es ist. Und dass sie das ausgeht. Und dafür möchte ich Rahmenbedingungen geschaffen bekommen, weil ich, und das ist meine persönliche Meinung als Bianca, als Melange in Gummistiefeln, nicht 2 Stunden im Supermarkt stehen kann. Ich tue das, aber das ist irgendwie meine Lebensaufgabe und den Porsche habe. Das ist aber ihr Job ja im Endeffekt und wieder. Du hast deine Entscheidung getroffen. Genau. Ja. Aber und das kann aber nicht jeder. Quasi, sie verdient damit Geld. Nein, darum geht es nicht, sondern das soll nicht jeder müssen. Das ist auch nicht jedermanns Aufgabe. Genau. Genauso wie du sagst, es kann nicht jeder Bauer kommunizieren können. Und ich möchte für alle Menschen, zumindest in diesem Land oder auf dieser Welt, dass sie in den Supermarkt gehen und dass sie was kaufen können, wo sie darauf vertrauen können, dass das passt. Und da wartet man dann wieder bei der Kostenwahrheit. Es muss ein Produkt das kosten, was reinfließt. Und wenn das vom anderen Ende von der Erde kommt, kann das nicht mehr kosten. Das sagt irgendwie so der Hausmeister, eigentlich der Kunde... Es ist einfach unlogisch. Unser System ist unlogisch auf der ganzen Welt, so wie es ist. Aber da muss ich Danke sagen, also ich habe es mir da ein bisschen wieder mein Spektrum geöffnet. Das Reden kommen die Leute zusammen. Ne? Jetzt genau, hast du es auch mal gesagt. Danke. dass das wirklich... Ja, also ich glaube, ich habe das Problem einfach abfertigen wollen und sagen, der Konsument, er ist auch wichtig, dass er die Entscheidung trifft. Aber wie ihr das schon beschrieben habt, eigentlich wollt ihr das nicht. Also ich stelle euch jetzt als Konsumenten daher, seid ihr ja, so wie ihr Konsument bin. Genau. Die Bianca hat die Entscheidung getroffen, ich habe die Entscheidung getroffen, wenn ich einkaufen gehe, dann schaue ich schon gezielt drauf. Ich habe halt das Glück, dass ich auch ein irrsinnig großes Angebot habe und auch meistens halt bei den regionalen Anbietern einkaufe, weil ich das ja auch wieder verkaufe. Aber selbst wenn ich in einen großen Geschäft reingehe, dann auch wirklich drauf schaue. Und gerade bei gewissen Dingen, wenn es jetzt einmal ein Fisch ist oder sagen wir,
Meeresfrüchte, das ist nicht heim, das gibt es einfach nicht, gell? Da brauche ich nicht irgendwie scheinreden und sagen, ich isst das nicht, weil das gibt es da nicht, das brauche ich nicht, ich lege mir an, das ist einfach, Meeresfrüchte habe ich gern. Und dann schaue ich dort halt auch auf Zertifizierungen und sonst was. Ja, gell? Ja. Da bin ich auch einer der Ausnahmen, aber wie ihr sagt, wenn du in einer Stadt lebst und bist einfach auch, du wirst das nicht machen. Danke, dass ihr mir die Sichtweise dargestellt habt und da bin ich bei euch, gell? Und muss ich wirklich sagen, das ist wichtig, dass das wer anders für uns macht. Für das haben wir Vertretung, Politiker, die was das auch wirklich agieren drauf und die Rahmenbedingungen festlegen. Und da bin ich bei euch, die müssen dann für uns das erschaffen. Ich bin auf der anderen Seite aber auch wieder ganz bei dir, weil du hast vorher gesagt, es geht um uns alle, es trägt jeder seinen Teil dazu bei. Also die komplette Verantwortung abzugeben und sagen, mach lieber System, das ist es auch nicht. Genau. Ich muss im besten Fall oder darf im besten Fall lernen in der Schule, fängt im besten Fall im Kindergarten mit der Bildung an, wo Essen herkommt, wie das gemacht wird und habe ein bisschen Ahnung und habe als Konsument natürlich Verantwortung auch, aber jeder in dieser Kette hat Verantwortung. Von dir als Bauer, über den Verarbeiter, über die Gastronomie, wie sie vielleicht einkauft, über den Handel, über die Politik, die Interessensvertretung und am Ende alle Leute, mit denen wir in Zukunft im Podcast da reden werden, deswegen machen wir das ja. Ja. Also ich will meine Meinung jetzt nicht komplett abgeben und sagen, ich habe es recht und ich habe Unrecht. Aber überhaupt nicht. Und das will ich nur noch stärken. Ich bin aber einsichtiger für eure Dinge. Und was mir auch klar geworden ist, was ich noch nicht erzählt habe, ist einfach, dass wir die breite Masse, gell, die einfach noch um Preis einkauft und auch zum Discounter geht, weil sie es einfach vielleicht nicht leisten kann. Ich bin die breite Masse. Du bist die breite Masse. Ich bin normal, ich bin das Ausreißersieger, du bist der Böller. Also nicht jetzt breite Masse. Ja, wirklich. Ja. Ja, okay, danke. Aber der, was zum Discounter geht, dann, das ist auch ein guter Recht, gell? Für das ist es da. Er kauft Lebensmittel ein zum Essen, will eine, was gut schmecken, aber ist ihm eigentlich komplett egal, was herkommt. Nur dann, gerade bei den Konsumenten liegt es dann, wie ihr sagt, gehört, dass es wer anders sich vorschreibt oder einfach die Möglichkeit gibt, dass das nicht nur aus dem Ausland heraus da drinnen liegt, gehört, die Kartoffeln. Und wie ihr sagt, es darf nicht so günstig sein und so billig sein, das muss mehr kosten, das hat Transportwege hinter sich. Nur leider ist in der Realität so, dass die ganz anders produzieren und wir in Österreich viel zu teuer produzieren. Wir können kaum mithalten, dass wir exportieren können. Wir sind da ein kleines Land, wir haben eine wunderschöne Landschaft, die Landwirte sind da für die Landschaftspflege. Und wir tun da produzieren auf einem kleinen Niveau, die anderen Länder kennen es besser. Das muss man einfach mal gesagt haben. Sie können Highscale besser, also das heißt nicht, dass die Qualität besser ist, das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie du siehst, ja. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie eine schlechtere Qualität haben oft, gell? Nein, eh nicht. Länder, die machen wahnsinnig gute Qualitäten. Es ist oft, gibt es italienischen Schinken, gell, der ist bekannt dafür. Da würde jeder den Schinken kaufen, weil das einfach dort der Beste ist. Natürlich kauft man emotionaler. Ja. Es gibt aber heimischen, richtig guten Schinken. Ich glaube, dass wir gerne eine einfache Antwort hätten. Ja, die gibt es eh nicht. Und die Antwort halt leider nicht ab. Aber vielleicht, das hast du jetzt ein paar Mal gesagt, der Preis, oder wir haben es jetzt oft gesagt, und dass die Landwirtschaft vielleicht die einzige Branche ist, wo die Bauern den Preis nicht selber bestimmen, weil sie halt zum Verarbeiter weitergeben, auch den Kundenkontakt direkt nicht haben, aber bei euch ist das ja anders. Also wie bestimmt sich der Preis, den ihr dann verlangt? Jetzt kommen wir in die Direktmarkt. Jetzt kommen wir in die Direktmarkt. Beste Einstieg, was gibt es? Super Überleitung. Smooth. Danke. Beim Rennen kommen die Leute zusammen, wie sie haben gesagt. Danke. Pappel fährt noch. In Wirklichkeit ist es eine Preisgestaltung, gell? Das richtet sich alles nach dem Markt. Ich kann ja da eine utopische Zahl sagen, das ist es wert, gell? Es gibt Produktion, also die Preisgestaltung von einem Lebensmittel unterscheidet sich massiv. Erstens einmal die Produktionspreise, dann kann die mit hineinrechnen Marketingpreise, die Buchhaltung, für den Betrieb noch dazu, die Verkaufspreise und die Verkaufsfläche, wo das verkauft wird. Gell? Da sind sehr viele Kostenfaktoren dabei. Und die eigene Arbeitszeit? Ja, die sind in der Produktionskosten. Also, okay. Aber die, da schaue ich schon, also das ist schon wichtig, gell, dass die eigene Arbeitszeit da gerechnet wird. Und nicht unter Lohn oder gar nicht gerechnet wird, weil das passiert bei vielen Landwirten. Gell? Das glaube ich. Das haben wir gelernt, sehr viele. Die arbeiten, da reden wir nicht von 40-Stunden-Wochen, gell? Die stecken mit Herz und Blut drin und haben halt aber geredet, nicht immer ist Arbeit. Manchmal geht es einem gut und er arbeitet nebenbei, obwohl es ihm eigentlich Freude macht und ihm das Freizeit ist, weil er gerne auf die Wiesen rausgeht, die Kälber eintreibt oder vielleicht auf Nacht die Hühner eintreibt, bevor es der Fuchs holt. Gell? Das ist mit Freude, da will keiner die Stunden rechnen. Nur wenn du das alles zusammen sein würdest, wird vielleicht der Landwirt ein paar Euro verdienen in der Stunde. Ein anderer sagt vielleicht,
bei meinem Büro hocken oder bei meinem Job, was ich mache, das mache ich voll mit Freiheit, aber da verdiene ich auch, das passt mir. Da habe ich ein Haus, habe 5 Wochen Urlaub und alles, gell. Das heißt ja nicht, dass es so schlecht ist. Das will ich nicht sagen, die Realisation ist da was anderes, gell. Und in der Landwirtschaft ist der Stundenlohn oft einfach richtig mau, weil es nicht mit eingerechnet werden kann und die Produktionskosten oft gar nicht das zulassen, gell. Das ist alles viel, viel längerfristig, was wir auch schon gehört haben. Ställe werden auf 20, 25 Jahre abgerechnet. Manchmal sagt ein Job, das ist für meine nächsten paar Jahre, dann kann die wechseln, aufsteigen oder vielleicht interessiert es mich nicht mehr, mache ich Auszeit, das ist in der Landwirtschaft nicht möglich. Gell? Die Landwirtschaft ist für mich eine Lebenseinstellung, eine Lebensentscheidung. Und da ist halt die Frage wirklich, was mir jetzt gerade gekommen ist, ob einfach der Stundenlohn, das ist ja ein ganz klassisches Arbeiterkonzept, ne? Erst hast du mit den Maschinen, den Stundenlohn, jetzt will man es auf den Maschinenlohn umtun, aber dieses Lohn pro Stunde geht bei einem Arbeitszeitmodell, aber wenn du sagst, das ist ein Lebensstil, die Landwirtschaft. Gibt es Lebensstil, Lohnkosten, Stundenkosten oder sowas? Also ich frage, ob das Konzept des Stundenlohns jetzt überhaupt passt. Jetzt philosophisch. Ja, natürlich. Wir werden ja, aber ja, es ist ja halt auch, sag bitte, Landwirtschaft ist immer ein bisschen Philosophie. Also man philosophiert schon sehr gerne über die Landwirtschaft. Aber was bei euch spannend ist, und wir rennen schon recht lang und wir haben das Thema jetzt nur, also ich habe es vorher mal angestochen vor einer Stunde ungefähr, aber jetzt müssen wir ungefähr voll drauf einsteigen, Direktvermarktung. Ja. Ihr seid entstanden aus kleiner Betrieb, immer schon mit Kontakt zum Kunden, Eltern waren immer schon Marktfahrer. Ja. Meine Frau und ich, meine Eltern sind gar nichts. Achso, nein, ich habe jetzt eigentlich gemeint, dass deine Eltern... Die Eltern sind immer Marktfahrer, ja. Ja, und dann hat sich so entwickelt und so nach und nach und inzwischen habt ihr auch Automaten. Genau. Ja, wie hat sich das entwickelt? Erzähl mal ein bisschen und wie... Ja, also jetzt von... Klar, wenn. Also ja, jetzt haben wir schon viel getratscht und ja. Kostenpunkt, Kostenzusammenstellung sind wir gewesen. Jetzt gehen wir zu uns als Familienbetrieb, warum sind wir auf die Direktvermarktung gekommen? Ja. Das hat viele Gründe, aber ich würde mal sagen, das war eine persönliche Entscheidung, sicher von meinen Eltern. Gell? Das ist immer eine persönliche Entscheidung, was ich mache oder wie ich es mache. Gell? Warum machst du den Job oder tust du den Job wechseln? Sie haben natürlich die geografische Lage, was wir im Betrieb da haben, ist eine sehr Gunstlage. Das heißt, so eine Betriebsform ist für uns einfach sehr gut, weil wir die Vermarktung schnell aufbauen können. Sehr nah am Konsumenten sind, wir haben kurze Transportwege. Also Umfeld von Graz. Okay. Traum. Also ich sage mal Speckgürtel. Wenn wir nicht vermarkten würden und uns in die Produktion, das heißt... Ihr macht die Eier im Speckgürtel. Sehr gut. Eier im Speckgürtel, ja. Cool, ja. Speck, ah, jetzt kriege ich fast Hunger. ja. Das heißt, das ist nicht für jeden Landwirt die Möglichkeit und die Chance, gell, zum Vermarkten. Das ist wieder, wo ist er daheim, wie ist er persönlich, da hängt so viel zusammen. Und wenn der Landwirt irgendwo... In der Einöde daheim ist, die gibt es natürlich eine Ort, also Ortschaft, erst Einöde, oder irgendwo mitten im Feld ist und er sagt, er ist kein Ackerbauer, dann passt das für ihn. Aber wenn sein Bub oder sein Dirndl oder der Nachfolger mal sagt, für ihn ist das nichts mehr, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Ich selber habe mich auch persönlich irgendwie darauf entschieden, ich verkaufe gerne, ich tue gerne direkt vermarkten. Und so bin ich auch im Bereich gekommen, im Automatenbereich. Was war das Auslöser? Die Idee ist einfach gekommen, das ist jetzt nichts Neues, ich habe jetzt das Radl nicht neu erfunden, noch nicht. Das hat schon gegeben und ich habe einfach Rechnen angefangen, das habe ich von meinen Eltern schon immer gelernt, von Papa, das muss da, irgendwie muss ich das rechnen, also die Philosophie ist wichtig, aber es muss ja auszahlen. Und irgendwie bin ich halt auf die Idee gekommen, genau kann ich nicht mehr sagen, warum. Wann war das? Ich habe gesagt, vor 6, 7 Jahren sowas. Ist die Idee gekommen und dann immer wieder da gewesen, nicht. Die in der Branche hat schon einige gegeben mit so Automaten und vielleicht ist es auch deshalb gekommen. Ich dachte, das wäre für uns einfach eine Möglichkeit, die Eier ein bisschen mehr zum Konsumenten hinbringen. Die Kunden sind immer zum Hof gekommen, wir arbeiten nebenbei, wir beschäftigen so gern damit und verkaufen das so gern, aber man muss auch Verkaufsfläche wirklich bieten und das wird halt in so einem Bereich ist es gut gegangen, dass wir so einen Automaten auch dann aufgestellt haben und er ist gut angenommen worden. Und ist dann eben, der Kunde hat dann die Nachfrage gehabt, warum gibt es da zum Beispiel das vom Nachbarn nicht oder das wäre eine coole Idee, wenn es da noch mehr Produkte geben würde, da könnt ihr alles zentral holen. Und dann haben wir mal hingesetzt, also nach vielen, vielen Überlegungen ist die Idee dann wirklich zu
zusammengebaut worden, dass ich da ein Konzept habe, dass ich da mehrere Produkte verkaufe. Mhm. Und mittlerweile haben wir jetzt derzeit 9 Standorte. Das ist so nach und nach? Nach und nach gewachsen. Aber wir haben reinen Eierautomaten angefangen, von einem reinen Eierautomaten, ja. Mit, also mit Kernel und Nudeln, was wir selber noch nebenbei ein bisschen machen, ist die Idee dann gekommen, ein gutes Sortiment, eine Vielfalt anzubieten. Warum? Weil die Nachfrage eben von den Konsumenten da war. Also die haben gesagt, ich hätte gern wirklich... das vom Nachbarn oder Milch, warum gibt es da keine Milch? Eine Milch könnte ich immer brauchen. Eine coole Idee. Und natürlich, weil wir uns geografisch eine gute Lage haben, sind viele regionale Bauern, die selber ihre Produkte auch verkaufen, da bei mir in der Region. Dann habe ich mir ein paar ausgesucht und die hat gefragt, wie schaut es aus? Hättest du was gern oder könntest du was verkaufen? Könnt ihr das mitverkaufen? Und so haben wir uns ein paar gesucht am Anfang. Dann ist ein kleines Sortiment entstanden. Habt ihr da Kriterien, dass du sagst, okay, das muss der Bauer, das sind alles Bauern, die was da rein dabei sind, oder? Das muss der mindestens erfüllen, dass der da dabei sein kann? Oder was sind da deine Kriterien? Das ist die von der Idee weg. Also ich sage einmal, die Idee war da, dass man viele Produkte in einem Automaten verkauft, ist jetzt mittlerweile eine kleine Vision daraus geworden. Ich weiß, das hört jetzt vielleicht ein bisschen groß an, aber dennoch sage ich, erstens das, was ich in meiner Landwirtschaft lebe, was ich sage, wir produzieren da mit den Eiern oder sonst was, ist jetzt auch in der Verkaufsfläche. Wir tun uns kundenorientiert orientieren und ich sage, jetzt kommt bei mir ein bisschen eine Marketingstrategie dazu. Wir haben jetzt 24 Stunden Regale, versuche das ein bisschen weiter wegzugehen, gell, zu modernisieren, einfach anders aufzuziehen. Und als Kriterium sage ich immer, dass wir die Chance haben, wir verkaufen regionale Produkte, ein vielseitiges Sortiment. Das heißt, ich möchte auch bei unseren Konzepten, die was wir selbst betreiben, immer die Hauptprodukte verkaufen. Das ist eben, was der alltägliche Bedarf an und für sich spricht. Grundnahrungsmittel. Die Grundnahrungsmittel, genauso wie du sagst. Und da ist es aber ein bisschen wichtig, weil wir nicht diese Verkaufsoberfläche haben. Wir haben jetzt nicht einen riesigen Raum oder vielleicht sogar eine kleine Halle, wo man was verkauft, was wie ein Lebensmittelhandel ist, wo ich einfach kann sagen, ja, von einem Lebensmittel gibt es jetzt 10 verschiedene Lieferanten, sondern wir müssen dann gezielt auswählen, was verkaufen wir für wen. Ja. Wir kaufen das schon den Lieferanten ab und verkaufen das auf Eigenregie. Aber grundsätzlich liegt es dann bei uns oder bei mir, dass ich sage, ich von der Vision, dass ich regionale, bäuerlich erzeugte Produkte verkaufe, nicht abkomme und einfach sage, ich wäre gleich wie ein Händler. Also direkt vom Verpackungsprodukt. Das heißt, ihr kauft es nicht vom Produzenten zu, also von in der Wertschöpfungskette weiter vorne, sondern direkt vom Bauern. Direkt vom Bauern, was es einfach auch direkt vermarkten tut. Das heißt, ich bin einfach ein Kunde bei ihm, ein Wiederverkäufer in seiner Direktvermarktungsform. Du bist dann der Händler quasi, aber es ist ein Bauer, bei dem du die Produkte beziehst als Bauer. Genau, richtig. Ab und zu kann es sein, dass es auch vielleicht einer ist, der was vielleicht noch ein paar Komponenten zukauft und den dann weiterverarbeiten tut, weil das einfach ein paar Produkte sind, wo du einfach mehrere Komponenten brauchst, der was dann fertigt. Wir haben auch mittlerweile auch einen Fleischer dabei, weil bei gewissen Produkten der Kunde gerne ein bisschen mehr in den Convenience-Bereich geht, aber ein Bauer nicht mehr produziert. Wir schweifen da schon massiv aus, gell? Aber dennoch ist mir wichtig, die Philosophie, dass ich regionale Produkte verkaufe. Gell? Aber ich kann Brot bauen, find da bei mir, der was sagt, er kann mir das liefern und die Menge. Gell? Die Logistik dahinter, da hängt so viel dran, dass ich eigentlich sage, ich bin Landwirt, ich produziere selber ein Produkt, aber das Verkaufen, das ist gar nicht so leicht. Da denkst du mal, hoppala, ich will eigentlich die Schuld, was eigentlich ist, dass ich als Landwirt eigentlich gar nicht gut verdiene oder sage, ich verlasse mich darauf, dass was verkauft wird, ist gar nicht so einfach. Gell? Das heißt, ich kriege vor allem beide Seiten mit und mir wird dann jetzt erst bewusst, dass ich meine Vision habe und sage, passt, ich verkaufe andere bäuerliche Produkte, weil das oft nicht so leicht ist, weil diverse Produkte ich nicht kriege. Der Konsument hätte es gern und sagt, er würde es haben bei mir im Regal und ich muss es mal anbieten. Und dann sage ich, wo hört sich die Grenze auf? Und für mich ist es, es muss ein regionaler Bäcker sein und ein regionaler Fleischer. Ja. Es gibt viele Fleischvermarkter, Direktvermarkter, die was ein gutes Angebot haben, nur in manchen Bereichen das nicht produzieren.
Das ist, ich habe einfach in der Stadt da ein Regal stehen, das steht in der Siedlung und da wird einfach gern Essen im Glas angenommen. Das heißt, das ist ein Fleischer, der macht jetzt nichts anderes, der übernimmt das jetzt von einem Schweinebauern, kauft das Schwein direkt vom Bauern und tut das weiterverarbeiten. Gell? Ich sage, das ist für mich tragbar. Der hat einen Kontakt zum Landwirt. Gell? Der macht nur den Schritt mit der Verarbeitung und tut das Produkt weiterverarbeiten. Dann ist es in Ordnung für mich. Gell? Okay. Oder dass der Bäcker dann einen regionalen Weizen kauft. Gell? Weil es gibt, ehrlich gesagt, wenig Bauern, die was wirklich Brot backen, professionell und das wiederverkaufen. Meistens dann nur am Baumarkt direkt zum Endkonsumenten, aber nicht am Wiederverkäufer. Und dann ist es aber schwierig und das gestaltet sich dann nicht leicht. Deswegen ist meine Philosophie, regionale Produkte von Bauern und auch, dass es in das Ganze hineinpasst, auch vom Fleisch oder Bäckereien, ist es noch tragbar. Aber wichtig ist immer, dass ich mit dem leben kann und dass er wirklich ehrlich ist und so nach der Philosophie schmeckt. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Wann ist der zweite Automat dazugekommen, hast du gesagt? So zeitlich ungefähr. Wir haben 2015 mit Neuautomaten die Planung begonnen. 2016 habe ich dann den Betrieb übernommen, den Teilbetrieb. Das heißt, die Eltern sind auch noch voll fleißig dabei, arbeiten auf einer Landwirtschaft, ich habe eine Landwirtschaft. So habe ich auf die volle Haftung, das ist vielmehr wichtig, weil die Verantwortung liegt bei mir und nicht, die kann ich nicht abwärts am Ende des Tages, das gehört an mir. Habe dann in der Zeit, wo ich übernommen habe, aber zeitgleich den Verkauf weiter ausgebaut und bin dann mit 2000... Verkauf warst du die Regale. Auch die Regale, ja. Danke. Ja. Und auch so die Wiederverkäufe im Eierbereich. Das heißt, das waren immer, das heißt, im Verkauf, Direktvertrieb von den Eier, was wir selber produzieren, und auch Markt fahren und auch Wiederverkäufer. Da kommt das Gleiche wieder, was ich mit den Regale mache. Also nur für andere. Der andere mit einem Bauernladen. Und du belieferst noch Bauernläden? Ich liefere Bauernläden auch, so wie Händler oder auch die Gastronomie. Das ist alles auch noch da. Gell? Das ist jetzt nicht nur rein über die Wie ist denn das prozentuell aufteilt? Wie viel wird jetzt von den Eiern über die Automaten verkauft und wie viel über Gastro etc.? Momentan haben wir circa die Gastronomie, das ist das einfachste Teil, ist so circa 20-25%. Die ist aber ein bisschen stagniert, eben seit einem Jahr, wie wir alle wissen, was uns alle antragt. Das wäre ja schön, wenn es bald zu Ende ist, aber das wissen wir ja nicht, was kommt. Haben aber auch noch viele Bauernläden, was wir beliefern, wie kleine Lebensmittelhändler oder auch Lebensmittelgeschäfte, so wie kleine Händler, wie gesagt, was nach Wien geht. Und ein Teil, also ich sage mal so circa 10-20%, je nachdem, was für Saison ist, verkaufen wir über die Lebensmittelautomaten. Das heißt, wir schauen da schon, dass es auch ein sehr großer Zweig von uns wird, weil wir einfach dann die volle Wertschöpfungskette haben. Das ist ja auch das Ziel davon. Aber ich möchte nur dazu sagen, dass die Automaten für mich mittlerweile ein eigener Zweig ist. Ich stelle mich selbst als Produzent, aber auch als Lieferant dar. Das ist mir wichtig, dass ich beides auseinandergliedere. Einerseits bin ich Landwirt, das mache ich von Herz aus, das tue ich gern. Auf der anderen Seite bin ich aber nichts anderes wie Händler. Also du trennst das jetzt ganz klar quasi von der Landwirtschaft und sagst, du baust nebenbei ein unabhängiges Unternehmen auf, das auf den Automaten auch basiert. Das heißt, dir ist wichtig, diese Unterscheidung. Warum? Mir ist wichtig, die Unterscheidung, weil ich ja einerseits, so wie ich da agiere oder wie ihr das macht, gell, für andere eine Vorbildwirkung vielleicht habe. Oder vielleicht sogar eine negative Wirkung habe. Aus Landwirtschaft oder aus? Als Händler. Als Händler, Und da will ich die Vorbildwirkung als Händler oder wenn ich die in dieser Branche, in dieser Automatenbranche, sage, ich kann das alleinstehend machen oder kann da Erfahrungen für andere herzeigen, dann ist es wichtig, dass ich das nicht vermischen anfange. Als Landwirt ist mir wichtig, dass mir jeder als Landwirt ernst nimmt und sagt, ich bin ein Landwirt, aber direkt in der Verkaufsoptik dann auch wirklich als Verkäufer da bin, als Händler bin und dann, wenn mir einer abstempeln will, dann sage ich aber hoppala, ich mache meinen Verkauf doch mit der Vision oder mit dem Ziel, dass ich wirklich regionale Produkte verkaufe, zu einem guten Preis, dass wirklich auch die Produzenten, das, was mir als Bauer, als Landwirt wichtig ist, dass auch meine ganzen Lieferanten den Preis kriegen, was sie haben wollen. Sie geben mir den Preis vor und ich sage, okay, passt, um das kaufe ich es ein. Was, also um das würde ich es wiederverkaufen. Wäre das möglich? Was meinst du? Was kannst du
für deinen Bereich sagen, ist das überhaupt gut oder kann ich das verlangen? Mhm, wenn er sagt, nein, das ist teuer, ich gebe dir das doch ein bisschen billiger, weil ihm ist das auch wichtiger oder sagen wir, da ist die Marge ein bisschen geringer, dann rede ich mich das mit sehr aus. Gell? Das heißt, ich versuche jetzt nicht, mir als Verkäufer da gleich zu agieren wie ein großer Einkäufer. Mhm. Ich schaue, dass ich mit meiner, weil ich mittlerweile auch eine kleine Warenstrom verkaufen kann und wirklich eine Nachversorgung mittels neuen Standorte versorgen kann und es vielleicht noch wachsen wird, dass ich da auch wirklich beim Lieferanten, beim Produzenten einen fairen Preis hingebe, dennoch kundenorientiert schaue, damit er gutes Sortiment abgibt, Bäckereien oder Fleischereien kann auch dabei sein, oder regionale Bauern, da geht es wirklich viele Produkte, und dass der Konsument billig oder sagen wir wirklich um einen korrekten Preis einkauft. Wir haben ja jetzt Corona. seit einer geraumen Zeit. Jetzt merkt man in dieser Zeit extremes, zumindest mir kommt es so vor, einen extremen Zuwachs an Hofläden, Automaten, Regalen, Selbstbedienungsläden etc. Und einen enormen Boom in diesem Bereich der Direktvermarktung. Jetzt wird automatisch, unterstelle ich jetzt einmal, der Hofladen, der Selbstbedienungshofladen, der Automat, der vielleicht dann in einem Holzhitel drinnen steht etc., assoziiert mit Direktvermarktung, mit Bauer. Ja? Genau. Jetzt boomt es aber so, jetzt ist das ein Trend. Jetzt werden sie wahrscheinlich auf den Trend viele, sage ich mal, draufhauen und sagen, da will ich jetzt mitziehen, da ist jetzt ein Geld drin. Die Leute kaufen anders ein, es gibt Alternativen. Wie kann man aus Konsumentensicht, ja, wenn ich da jetzt nur vorbeifahre, unterscheiden, ob ich dann wirklich quasi die Idee der Direktvermarktung kaufe oder ob ich dann vor einem Automaten stehe, wo im Prinzip wieder nur, also jetzt nur Handelsware drinnen liegt, aber nicht die Direktvermarktung. Wie wird sich das auswirken auf so Betriebe wie euch oder sonst, wenn da auf einmal, sage ich mal, jeder, pauschal gesagt, jeder, jeder machen, im Automaten verkauft. Genau, was, genau. Das wird ja dann auch im Preis drucken. Das fällt ja dann auch wieder auf euch zurück. Wie seht ihr die Entwicklung? Wie geht sie damit um? Was kann man da machen? Das würde mich wirklich interessieren. Das ist eine wunderbare Frage. Also. Danke. Das Corona, was wir alle mittlerweile mitgekriegt haben, was wir haben, gell, ja, das hat auch ein bisschen ein Bewusstsein geschaffen für uns, was für Lebensmittel wir einkaufen. Was uns wichtig ist, es hat uns, die Gesellschaft hat sich ein bisschen gewandelt, verändert. Gell? Und so hat sich das auch verändert, das Einkaufsverhalten und das bewusste Einkaufen hat sich schon im Vorteil gehabt. Also was wir vorher gesprochen haben, dass es eher mehr nicht so ist und sagt, man schaut auf den Preis, dennoch ist ein geringer Prozentsatz, hat sich da verändert und schaut jetzt wirklich bewusst drauf, was kaufe ich ein. Und ich kaufe ein bisschen mehr beim Bauern ein. Yeah. So ist es, wie du gesagt hast, entstanden, dass viele einen Selbstbedienungsladen gemacht haben oder einen Automaten gekauft haben, jetzt mehr in die Direktvermarktung eingestiegen sind, auch in den Onlinehandel eingestiegen ist. Der Onlinehandel ist explodiert. Gell? Mhm. Keiner hat geglaubt vor 2 Jahren, dass irgendwann mal so viel online verkauft. Gell? Mhm. Jeder ist vielleicht ein bisschen geschlafen oder jeder macht einen Onlinehandel. Gell? Mhm. Du merkst wirklich, jeder will einen Onlineshop machen, ah, das könnte die Idee sein, das mache ich jetzt auch. Gell? Mhm. Das heißt, jeder will das neue Radler finden. Jeder, es gibt das Radl. Mhm. Ich sage jetzt, dass der Branche, ob es jetzt ein Online-Shop ist oder sonst was, findet jetzt das Radl neu. Mhm. Ich muss was Extras machen. Wir in Österreich, glaube ich persönlich, kann das oder möchte ich das so sagen, dass wir alle sehr also so denken, ich muss das auch machen und allein stehend machen. Und da denke ich mir immer, eigentlich ist es ja gescheit, man bündelt seine Kräfte. Würde heißen? Das würde heißen, ich sehe das jetzt schon als ein bisschen Aspekt, das ist eine Gefahr da. Das heißt, es ploppen viele auf, es könnten viele Lebensmittel verkaufen oder vielleicht überhaupt gibt es das auch in der Praxis leider schon, gell? Verkauft dann einen Selbstbedienungsladen Red Bull und das Mars und das Snickers, gell? Dann gehe ich dorthin und frage sofort, du, warum verkaufst du das zu den Betreiber, Benutzer oder den Bauern? Ja, weil es gut geht. Genau, weil die Nachfrage da ist, oder? Ja, weil die Nachfrage da ist. Und denke ich mir, bitte. Der sagt ja das armen Konsumenten. Der sagt, aber er selber, der Bauer sagt, weil es gut geht und unterhalb hat er seine Eier oder seine Nudeln oder sein Fleisch. Denke ich mir, bitte tu das aus, das passt nicht zu dir, zu deiner Philosophie. Du tust die Branche damit schädigen.
glaube ich persönlich, dass es nicht sinnhaftig ist, dass wir sagen, wir wären nichts anderes wie ein großer Lebensmittelhandel und die tun mit alles schleudern. Ja. Das ist nicht das Ziel. Aber so siehst du es du. Wie siehst du, glaubst du, der Konsument? Der Konsument kommt sich verarscht vor. Schon? Warum? Glaubst du, merken das die Leute? Merkst wirklich? Ich glaube schon. Und das Amen kriege auch ich. Gell? Ich habe das probiert, gezielt über einen Standort von mir, ein Produkt von einer großen Molkerei zu verkaufen. Mhm. Das Omen hat zwar ein bisschen gedauert, aber dennoch. Ich habe neben einem Bauerntopfen von einer Molkerei, einer großen Molkerei, einen Topfen liegen gehabt. Mhm. Zum gleichen Preis wie daneben so ein Einzelhandel, also ein Geschäft direkt. Mir ist der Topfen von der Molkerei abgelaufen. Wir haben, das ist für mich war das auf einem Standort, war das ein Versuch, gell? Ich habe jetzt kein wissenschaftliches Ohr darüber geschrieben oder sonst was. Gell? Das sind deine Erfahrungen. Meine Erfahrungen und ich habe da gesehen, hoppala, der kleine Prozentsatz an Konsumenten, der was bei mir einkauft, über meine Automaten, das ist nicht die Welt. Gell? Nur bei uns sind halt in Österreich leben halt mittlerweile ein Haufen Leute, werden immer mehr. Und der kleine Satz, der was das Bewusstsein in Corona oder geschaffen hat oder das Einkaufsverhalten sich verändert hat, der will dann dort hingehen. Das ist ein Trend. Den Trend können wir stärken, wenn wir die Leute nicht verarschen und sagen, passt, ich bin jetzt ein Bauer und verkaufe Red Bull damit. Ich glaube persönlich, der Konsument will das nicht. Dass, wenn er will, das Red Bull kaufen, dann soll er bitte in Einzelhandel gehen. Aber nicht in einen Automaten oder Selbstbedienungsladen, wo ich sage, ich will jetzt, da ist der Landwirt nichts besser wie ein Händler, gell? Weil der sagt auch wieder, ich gehe nur auf den Profit und sage, ich verkaufe das, was gut geht. Warum ist er nachher was Besseres, wenn er einen Selbstbedienungsladen hat und dort wirklich Red Bull verkauft? Oder was anderes. Ne? Ja, aber genau. Es ist jetzt, Red Bull und Freilandeier sind ja jetzt ein krasser Unterschied. Aber wenn jetzt halt Händler, und das passiert auch gerade, habe ich das Gefühl, so wie der Willi sagt, es poppen immer mehr Automaten und so Selbstbedienungsgeschichten auf. Und da geht es dann eher darum, wenn ich dasselbe Produkt nebeneinander stellen. Und das eine ist, sind die regionalen Eier aus Graz Umgebung, aus der Freilandhaltung, und daneben liegt der Backel-Eier und das sind halt Eier aus sonst wo, oder in einem Automaten daneben werden lauter Produkte verkauft, die zwar landwirtschaftliche Produkte sind, aber du kannst gar nicht sehen, woher sie kommen. Das wird ja passieren, oder es passiert wie, was tust du da? Kann das der Konsument überhaupt unterscheiden? Das meinst du, dass irgendwo Automat ist, da wo du einfach das kein Bauer mehr ist, sondern ein wirklicher Händler ist? Ja, genau, ausschließlich. Okay. Ausschließlich. Dennoch muss es irgendwie, das heißt, er muss es deklarieren, wo es herkommt. Wenn er jetzt ein Freilander aus Österreich verkauft und neben ist ein Selbstbedienungsladen von einem Bauern und der Bauer ist dort und hat seine Freilander, dann steht da sein Name noch. Das wird er sicher machen. Also, deklarieren muss ja der Bauer. Deklarieren also, muss es der Bauer, und zumindest verkauft er seine Persönlichkeit dort mit. Das Problem bei der Direktvermarkter, die werden ja schon so gut teilweise, dass ihre Produkte, weil sie so professionell schon wirken, schon nicht mehr unterscheidbar sind, so auf den ersten Blick von den Produkten aus dem Handel. Das heißt, da steckt ja ganz viel drinnen. Meine Hypothese ist, es wird einfach, wenn du außerhalb des Hofbereichs bist. Also ich glaube, dass der Hofbereich, haben wir jetzt auch schon mit Leuten drüber geredet, ganz, ganz wichtig ist für den direkten Kontakt zum Konsumenten und zur Identifikation des Produktes mit dem Bauern selber. Aber wenn du über den Hofbereich rausgehst, und ihr habt ja auch die Automaten, deswegen ist ja bei euch interessante Fragestellung auch, wenn du jetzt diesen Hof aus Connex geistig nicht mehr direkt zu greifen hast und einfach nur noch der Automat steht, ja, wie unterscheide ich als Konsument jetzt noch oder Konsumentin, was da jetzt was genau ist? Oder gehe ich dann wieder nur beim Preis? Nein, und da ist die Verkaufsfläche so, das ist viel geringer. Und da bestimmen wir wieder das, was wir vorher geredet haben. Ja. Wir, die Betreiber von so einem Regal oder so einem Automaten, der bestimmt das, was da drin ist, gell? Ja. Und da hängt die Philosophie nachher, weil dann tue ich nicht das Billigste ein und sage, das verkaufe ich jetzt oder das, was gut geht, Red Bull, sondern da verpflichte ich meinen Einkäufer, er kann das regionale verkaufen, aber sonst nichts, weil da gibt es nichts zur Auswahl. Gell? Genau das, was der andere vielleicht in Wien entscheiden müsste, weil es halt die billigen Kartoffeln gibt und die heimischen Kartoffeln, was vielleicht teurer sein oder gleichpreisig, kann ja auch sein, gell? Ja. Dann zwinge ich das auf, weil in meinem Konzept tut, dann gibt es dort nur regionale Produkte. Und dann ist es mir eigentlich egal, und deswegen sage ich, ich mache die Trennung. Ob ich jetzt ein Bauer bin oder ob das jetzt der Maxl ist, weil der Maxl sagt, er hätte gerne jetzt, er würde gerne das machen und verkauft über 10 Standorte mittels
Selbstbedienungsläden oder Automaten seine Produkte, dann muss die Philosophie mitspielen. Und der Konsument segnet es dann schon ab und sagt dann, na, ich gehe dorthin, weil das ploppt jetzt auf, ich will die Bauern unterstützen und ich kaufe jetzt bei die regionalen Standorte ein und kaufe bewusst dort ein. Das Produkt muss immer gekennzeichnet sein, wo es herkommt. Und auch wenn es nur aus Österreich kommt, das muss oben stehen. Das heißt, beim Sackel Erdäpfel steht oben her, also Ursprungsland, gell? Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt die Bianca und ich finde, der Hofweidel, der hat dann echt leibenden Automaten und der schaut schick aus und ich mache das ziemlich ähnlich in dem Stil, ein bisschen anders, so das ist halt auf meine Art Brände, aber es schaut genauso schick aus. Genau. Kauf aber halt von überall ein, vielleicht sogar beim Lebensmitteleinzelhandel, clasht das da alles rein, schaut voll nett aus, schaut suggeriert irgendwie Bauernladen. Was ist dann? Wie, unterscheide ich wie unterscheidest dann, du dich dann? Eure der Automaten Konsument kann es leider noch nicht unterscheiden. Gell? Genau, und genau das ist der Punkt. Oder ich, wie kann man dem... Ich bin selber jetzt eben und sage, das ist ein Ziel von mir. Gell? Und da ist es eben, ich habe noch nicht das Rad erfunden. Ah, du hast ja vorher schon kurz das neue Rad angekündigt. Genau, jetzt, und jetzt kommen wir auf das. Das ist ja die nächste Frage, wohin geht ihr direkt vom Marketing? Das heißt... Wir haben die Konzepte, da steckt viel Herzensblut da drinnen. Ja, das ist für mich ja so ein kleines Startup, das hat alles vor Corona begonnen und da war das noch alles anders. Gell? Das haben die Leute haben das rege angenommen, das war noch nicht wirklich so. Das heißt, das war viel, viel geringer, die Verkaufszahlen und nicht so wirtschaftlich. Mittlerweile kann man aber sagen, das ist wirtschaftlicher geworden, weil die Konsumenten bewusster und mehr einkaufen. Und jetzt bin ich jetzt nichts mehr anders mit meinen neuen, bald 10 Standorten, was ich habe. Das heißt, wir wachsen auch dazu hin, dass ich nichts mehr anders bin wie eine Kette. Das heißt, ich unterscheide mich ja einmal nicht mehr mit einer Lebensmittelkette. Wie kann ich das da wirklich sagen, ich kann den Konsumenten, der aus der Einkauf garantieren, dass es ein regionales Produkt ist. Wie sieht er das? Ich sage jetzt, ich gebe meine Marke Hofweidel auf. Ich bin der Landwirt, bin in der Hofweidel da, wir produzieren Eier, das passt super. Nur im Automatenbereich meine Kette, weil wenn der Standort von mir 30, 40 Kilometer weg ist, die Person kennt ihn nicht mehr. Gell? Wir haben da keinen Verkäufer stehen. Das heißt, ich kann ihm nichts erzählen, wenn er einkauft, 24 Stunden oder um 10 am Abend, weil jetzt würde sie gerne noch eine Mehlspeise essen, weil Mehlspeisen verkaufen wir auch. Dann weißt du das nicht, ich kann es ihm nicht erzählen, auf der Verpackung steht es vielleicht, er liest es gar nicht, denkt sich, er nimmt nur Service. Ja. Sondern wir sagen jetzt, wir verkaufen die Konzepte, vertreiben das Ganze, ich versuche in der Branche das ganze Bild zu stärken, mache jetzt den Namen Hofeck, das heißt, bei uns gibt es die Produkte ums Eck und das sind wirklich regionale Produkte und versuche einen kleinen Verband zu erzeugen, eine Marke aufzuzeigen, was wirklich vielleicht bald, wenn es möglich ist, österreichweit, ich habe schon ein paar mit hinein in den Verband. Das heißt, wir verkaufen die Konzepte, die schauen alle gleich aus, in einem ähnlichen Stil. Spannend. Damit nicht nur ich damit früchte. Ja. Das soll jetzt nicht ein neues Label sein, was ich erzeugen will damit. Ich will die sagen, Frage war kommen. Ja. Die Frage war kommen. Brauchen wir wieder ein Label, ne? Wollen wir nicht, gell? Das will ich nicht. Ich will nur sagen, passt, meine Energien und ganzen Erfahrungen, was ich gemacht habe, gebe ich gern weiter. Und das Ganze kann nachher nur mehr, also der Verkauf kann auch noch wachsen und sagen, das passt auch. Der Konsument richtet sich nach dem, wenn er so ein ähnliches Bild macht. Wie die Bianca gesagt hat, wenn ein Lebensmittelhandel sagt, der zieht das, kauft das dort in einem Zentrallager ein und verkauft das gleich wie ich, das sieht kein Konsument. Der sieht das noch ein paar Mal und sagt, aber eigentlich ist das auch gar praktisch, weil du gibst alles und du willst lieber hin, weil das ist ja der Hauptgrund, warum er einkaufen geht, damit er alles an einen Standort kriegt. Nur wir sagen, wir versuchen mit unseren Konzepten, erstens ich mit meiner kleinen Kette und vielleicht noch mit ein paar anderen Landwirten und Betreibern, die was ihre Produkte in seinen Orten oder in seinem Bauernhof oder dort verkaufen. Nicht meine, sondern immer jeder tut selber. Nur von mir die Ideen, das Franchise-Konzept eigentlich, oder? Ähnlich mitkriegt, aber er kauft es ab und ist einfach ein Verbandsmitglied. Das ist Hofeck quasi es und Hofeck steht für... Die Kriterien, die du da genau, festlegst. Genau, und hat aber sonst nichts. Er darf nur keine industrielle Produkte verkaufen, wie Red Bull oder Snickers. Wichtig ist, seine Produkte und die regionalen, was er in seiner Region hat. Das kann, ich verkaufe die Konzepte schon, zwar werden jetzt nächste Woche nach Braunau ausgeliefert. Das sind dort eine ganz eine liebe junge Familie, die was das gleiche Philosophie leben wie ich. Und die sagen, wenn wir da ein gutes Verkaufsoberfläche haben, das gut professionell aufziehen, gell, das ist ein Verkaufsweg, ein kleiner Bereich, was vielleicht die Vermarktung in Zukunft ein bisschen abhebt und das Bauernmarktsein ein bisschen zusätzlich macht und vielleicht einfach, was das Grundziel wäre von mir,
so kleine Lebensmittelstandorte generell schnell und flächendeckend aufzustellen. Mhm. Das heißt, dort gibt es jetzt nicht die Menge an Auswahl, sondern gibt es regionale Produkte in der Region von den Betreibern vor Ort, der ist dann dort, der passiert da unter, zum Beispiel, wenn es der Franz ist, unter Franzis Hofegg oder unter Maxl Hofegg oder unter Heidis Hofegg. Der betreibt es dort, hat einen persönlichen Touch und hat seine regionalen Produkte. So versuche ich dann wirklich eine Website zum aufzubauen und sagen, da kann man nachschauen als Konsument und dort kann ich nur regionale Produkte kaufen. Damit das Ganze ersichtlich wird. Weil momentan gibt es dieses Chaos momentan bei uns in der Branche. Es gibt so viele Automaten, Selbstbedienungsläden, nur keiner weiß eigentlich, wo das Ganze herkommt. Weil 10 Kilometer, 15 Kilometer, da weiß der Kunde nicht, wo ich daheim bin oder wie ich arbeiten tue. Außer ich zeige das über Social Media Kanäle oder trage das hin zum Konsumenten. Ja, ja. Und das versuchen wir mit dem Verband einfach abzunehmen. Damit man, weil ich selber bin ja eigentlich fast Social Media faul sozusagen. Ich habe ein gutes Team und das wird sich immer mehr aufbauen. Da habe ich meine Leiter dazu, die was das machen. Aber das muss anliegen. Und der, was dann selber der Betreiber der Social Media macht, der macht es dann fort, weil er das macht. Und wenn er es nicht macht, dann machen wir es für ihn. Damit wir einfach sagen können, wir können das stärken, wir können eine Branche erzeugen, erschaffen, dass es wirklich Hand und Fuß hat. Also das ist schon, die Marke wird Hofegg heißen, das Unternehmen wird dann Hofegg heißen, das wird, oder besteht das schon? Das besteht schon. Also das wir sind. Also sagst du hast Leute dafür schon, aber das ist das schon so richtig konkret oder mehr das so? Das ist richtig konkret. Das gibt es ja schon fix da. Also die Beginnzüge sind alle geschnallt. Das heißt, wir haben. Das heißt, du kannst da schon offen drüber reden. Wir reden offen darüber, genau. Surprise, surprise. haben schon, also unser erstes Konzept steht schon. Das ist jetzt auch von mir, meine neuen gesamten Standorte werden unter so unter dem Layout gezogen. Das heißt, ich versuche mich als Landwirt zurückzunehmen. Und das nächste wird in Breding aufgestellt. Das heißt, da haben wir ein super Verbandsmitglied gefunden. Wir leisten die Hilfestellung. Der hat sonst kaum Erfahrungen. Gell? Der baut selber einen Acker, aber hat sonst nicht wirklich was. Verkauft sich Kernel und wir geben ihm Hilfestellung, was für regionale Produkte er verkaufen kann, was gut wäre, dass es wirtschaftlich ist, wie er das vermarkten kann, wo er die Verpackungen kriegen kann, weil er einfach keine Erfahrungen hat. Warum soll er das Radl wieder neu erfinden? Komme ich genau auf das wieder zurück. Spannend, ja. Und das heißt, du bist jetzt, wie kann man denn das jetzt am besten verstehen? Es gibt ja einige Startups, die jetzt quasi mit Direktvermarktungsprodukten etc. arbeiten und du versuchst du jetzt einen neuen Weg zu gehen in der Branche, weil ich denke jetzt gerade an die an Magda zum Beispiel, ne, die was halt jetzt das zentral bündeln, kommissionieren und dann versenden. Das heißt, du müsstest eigentlich dezentral aufstellen, sodass die Logistik gar nicht stattfindet, sondern dass du einfach dezentrale Hubs hast, wo du einfach die Marke machst, also ein Franchise-Konzept. Genau, es ist ähnlich. Also Franchise will ich nicht direkt dazu sagen, weil es kein Franchise ist. Gell? Das ist mehr verbaut und das Mitglied, das kann die Unterstützung davon kriegen. Aber in Wirklichkeit hat es dann, ist der dort dabei und kriegt die Hilfestellung von uns. Das heißt, der verkauft das selbst dort mit den regionalen Produkten, tut es nicht über ein Zentrallager, über Logistikcenter abregeln oder sonst was, sondern er macht es vor Ort dort. Die Magda macht das sehr, sehr gut in einem Online-Bereich und verschickt es. Das ist eine super Möglichkeit auch für viele. Aber es ist ein ähnlicher Markt, wo es ja geht. Ne? Ja, genau. Ja. Nur ich versuche das wirklich, dass ich sage, man kann Regionen beleben. Weil einerseits ist es ja nicht schlecht, wenn Produzenten überall produzieren. Es gibt aber überall Direktvermarkter, die was das ja gern hätten und die dort flächendeckend in 20, 30 oder vielleicht sogar in 40, 50 Kilometer Verkaufsflächen anbieten können. Yeah, okay. Aber tut es eher mehr, das sind kleine Verkaufsflächen, wo nicht die Mengen gehen, sondern die Hauptprodukte, was wir als Landwirt produzieren. Weil wie ich vorher gesagt habe, im Convenience-Bereich habe ich wieder Fleischer. Das produziert kein Landwirt, weil es nicht seine Aufgabe ist. Aber der tut vielleicht, sagt, da kann er ein Fleisch ergänzen, weil wie viel Fleischer haben wir in der Ortschaft noch? Meistens sind es ein, zwei Bauern und mein Fleisch ist schon selten geworden. Ja, ja, okay. Jetzt ist super, dass wir da quasi jetzt in der Geburtsstunde deines Unternehmens mit dabei sind. Dann möchte ich dir jetzt einfach die Chance nützen, einfach dir jetzt einmal so die Frage abzuringen. A, wie weit würdest du mit dem Unternehmen wachsen wollen? Also wo ist für dich die Grenze quasi des Dings, wo du sagst, so groß, irgendwo ist Schluss? Oder ist das keine Limit bei dir? Und ja, erzähl mal.
scharfe Frage. Also das ja, ist ja. Wirklich. Ja, das steht bei uns aber fast immer auf dem Zettel drauf. Ne? Wie Wachstum ist nicht alles. Ich kann, muss das heute wieder wiederholen. Hm. Was ich da mache, ist Chancen. Ich habe in meinem Leben, ich bin noch jung, aber habe dennoch sehr viele Chancen bekommen. Mhm. Wurscht, ob es von meinen Eltern war oder ob von vielen Leuten schon, was ich kennenlernen habe dürfen. Mhm. Ich kriege immer wieder Chancen in meinem Leben. Mhm. Und so will ich eine Chance erstens schaffen für andere Landwirte und in meiner Branche. Mhm. Wenn das angenommen wird, dann kann das alles sein. Gell? Das können viel größere Ziele sein. Mhm. Oder wenn es einfach in einem normalen Level dahin geht und ich sage, das passt für mich als Unternehmen, dann ist es auch in Ordnung. Gell? Mhm. Für mich gibt es kein richtig oder kein falsch oder nur Wachstum ist alles. Mhm. Es kann viel, viel mehr werden. Und da bin ich ja ganz offen, wenn dann wirklich Mitglieder dabei sind und die viel agiler sind und viel mehr motivierter sind, dann sollen die dabei sein, sollen das herantreiben. Mhm. Das kann nicht nur alles mit mir allein passieren. Mhm. Der Haupt Sprachrohr bin einmal ich momentan, aber wenn da wirklich noch weitere dabei sind und mehr Sprachrohre kommen, dann profitiert das Ganze. Profitiere nicht nur ich da, ich sehe da einfach nicht nur, dass ich da wirtschaftlich für meine Standorte da mehr lukriere, sondern einfach mehr wiedergebe. Mhm. Das heißt, ich will einerseits den Landwirten mehr geben, die Direktvermarkter mehr geben, weil ich kann nie eine Region in Salzburg, Niederösterreich oder in Tirol aufbauen. Das wäre nie die Logik dahinter. Mhm. Und so ist eine Chance für kleine Direktvermarkter, wirklich gezielt eine kleine Region zu vermarkten, weil alles, was darüber hinausgeht, wirklich über ein bis zwei oder alles über einen Bauernladen und über vier, fünf Lebensmittelautomaten, da steckt schon viel, viel mehr dahinter, wie nur ein bisschen Direktvermarkten. Mhm. Das ist schon ein eigener Zweig dann oft, gell? Und dann ist es nicht mehr, ich mache das nur so nebenbei. Das, was wir da alles haben, wir sind sehr breit aufgestellt, wir sind sehr groß, haben ein großes Team, haben viele gute Leute dahinter. Das geht nur, wenn du das machen willst. Gell? Mhm, yeah. Und so glaube ich, dass es eine Chance hätte, groß zu wachsen und sehe das auch, dass es österreichweit sein könnte. Aber könnte auch sein, dass es nur steiermarkweit ein paar Mitglieder gibt, aber je größer das wird, umso besser ist es, umso mehr können wir gemeinsam schaffen. Das ist das Wichtigste, was ich diese Frage, glaube ich, antworten kann. sehr geübt. zweite Frage dazu. Kannst du mir heute, das ist jetzt provokant ein bisschen, kannst du mir halt garantieren, dass ich bei dir in 3 Jahren auch noch kein Riegel kaufen werde in deine Automaten? Bleibt das Konzept so, wie es du jetzt sagst, Direktvermarktung von den Bauern? Bist du dir das also sicher, dass das so bleibt oder wann die Nachfrage dann kommt? Weil du hast es heute auch schon gesagt, ich habe das arm Konsumenten. Das hat der Handel auch. Das ist so ein bisschen die Nachfrage. Kannst du dir das heute schon, traust du dir das heute sagen, in 3, 4, 5 Jahren, aber wenn der Druck noch so groß ist, dass sie es gern drin hätten, dass ich keine Dosen drin habe und keinen Riegel und kein XY? Jetzt könnte wieder full fee sein, Gegenfrage stellen. Machst du in 3 Jahren den Podcast? Ich habe das Ziel. Genau, ja? Um das geht's. Mhm. Danke, dass du beantwortet hast, wieder, dass ich wieder so frech sein habe dürfen. Mhm. Das Ziel ist da, definitiv. Mhm. Und vielleicht ist es ein Riegel, aber ein regional erzeugter Riegel. Mhm. Es gibt mittlerweile einen Sprossenriegel, das ist ja gerade momentan medial. Gell? Mhm. Geben tut es alles. Nur ich bin mir sicher und ich bleibe mir treu und das versuche ich mir immer wieder nahezuholen, diese Linie einzuhalten. Mhm. Natürlich kann es individuell leicht verändern. Mhm. Und vielleicht gibt es einmal. Wir wollten halt ein Zeitdokument schaffen quasi, ne? So, kannst du den Podcast immer wieder lachen. Und da muss ich noch einen Punkt einwerfen. Henry Ford hat gesagt, wenn ich auf die Konsumenten gehört hätte, dann hätte ich schnellere Pferde gemacht. Ich habe aber ein Auto gebaut. Mit dem möchte ich eigentlich zu was anderem kommen, wo wir heute schon waren, und zwar am Preis. Weil du hast gesagt, also du bist Direktvermarkter, und du gestaltest aber deinen Preis nach den Konsumenten. Du könntest ihn doch selber gestalten und damit quasi einfach auch einen anderen Weg gehen, als es vielleicht andere tun, die nicht direkt vermarkten. Tust du das? Das ist ein sehr guter Punkt, gell? Also wir haben, also ich habe ja mittlerweile diesen Konzept schon weitergegeben und habe da jetzt nicht nur in meiner Region Betreiber, sondern regen Austausch mit einem Betreiber, der ist jetzt mehr im Bergland, also in Bruck an der Mur. Und da ist immer wieder Austausch da, wo er in was für ein Preissegment ist. Das muss man sich immer wieder individuell an Regionen anschauen. Das ist auch regionensweise anders. Gell? Jeder kann ein bisschen eigene Philosophie leben. Der, was das Wichtigste ist mir dabei, dass ich das vermittle und sage, nicht unter Wert verkaufen. Das ist meine Antwort dazu. Der, was sagt, er will mehr haben für sein Produkt,
dann ist es für mich in Ordnung. Gell? Mhm. Dann sage ich, bitte pass auf, es gibt Grenzen, was viele Konsumenten sagen, sie kaufen da nichts mehr. Das nennt man eine Preisschwelle, gell? Wo einer sagt, gut, das wird jetzt ein Steuer, da kaufe ich es mir nicht mehr. Gibt es zwar anderes regional billiger, wenn ich es regional haben will. Wir versuchen in unserem Bereich, in unserem Verkauf, die Mittelschiene anzustreben. Das heißt, ich bin nicht der günstigste, aber ich bin auch nicht der teuerste. Mhm. Und so versuche ich eine mittlere Schicht zu fahren, also so eine Linie zu fahren, aber was mir am wichtigsten ist, eben nicht unter Preis zu verkaufen. Mhm. Das heißt, wenn einmal sowas sein sollte, dann werde ich immer bei diesen Leuten lästig sein und sagen, du, dein Produkt ist mehr wert, bitte verkauf es ein bisschen teurer. Du musst es nicht um den Discounterpreis oder sogar noch darunter verkaufen. Mhm. Nur weil du eben der Konsument oder der Produzent vielleicht von seinem Abnehmer ein bisschen weniger kriegt und der haben ein bisschen mehr verkauft, sage ich, du es aber nicht, du tust den anderen Bauern wieder weh damit, wenn du jetzt so unter dem Preis reinfährst. Wichtig ist wirklich zum allgemeinen Marktpreis und dann nicht unter Wert. Jetzt muss ich nur so deine visionäre Kompetenz ein bisschen abfragen, bevor wir dann zu unseren Abschlussfragen kommen. Es dauert wie immer schon wieder lang, aber ist wieder spannend. Zur Direktvermarktung. Du hängst existenziell mit deinem Betrieb in diesem Thema drinnen, deswegen lege ich da Wert auf deine Meinung, weil du was sagen musst, weil du hängst ja mit drin. Ne? Das betrifft dich ja wirklich unmittelbar. Wo siehst du, das ist jetzt eine allgemeine Frage, aber wo siehst du die Zukunft der Direktvermarktung? Weil wir haben jetzt Corona, ich habe jetzt auch mit Leuten geredet, die haben gesagt, die Nachfrage ist so super geworden, Corona, dann war im Sommer ein bisschen lockerer und die Nachfrage war futsch. Ja. Glaubst du, dass sich nachhaltig jetzt nach Corona in der Direktvermarktung von dieser Veränderung der Nachfrage was hält? A. B. Wie siehst du generell die Zukunft der Direktvermarktung? Was siehst du da für Bewegungen und für Tendenzen? Also die Bewegung dahin, gell, heißt immer am Ball bleiben. Das ist eine stetige Veränderung. Das ist die Direktvermarktung, was wir heute haben, was vor 10, 15 Jahren war, die war anders. Und die wird auch wieder in 5 Jahren anders sein. Wir müssen immer am Ball bleiben, wir müssen schauen, dass wir uns laufend verändern, auch kundenorientiert, auch klimafreundlich, klimaneutral, dass wir Verpackungen ändern, weil es einfach für uns wichtig ist, dass wir in dem Bereich auch tätig sind. Natürlich gewisse Dinge nicht vergessen und sagen, warum man das macht, oder man entwickelt Produkte hin und sagt den Konsumenten dann erst später, dass er es braucht. Das gibt es natürlich auch. Gell? Man muss schauen, dass man die Direktvermarktung seine Verkaufsoberfläche nicht verliert, dass man sie da breit aufstellt und nicht nur auf ein Pferd setzt. Ein Sortiment vielleicht ausbauen und die Verkaufsoberflächen. Also ich glaube, das sind so zwei Bereiche, wo ich mich momentan darauf hin konzentriere. Die Qualität nicht zu vergessen, gell? Das ist wichtig. Vielleicht nicht immer die Mengen, sondern bewusst dann auch schauen, die Qualität vor Quantität, gell? Dass man da wirklich sagt, das, du kannst damit leben, das ist dein Produkt und wird immer deins bleiben. Mhm. Und du kannst damit wirklich identifizieren. Mhm. Wird sich das Produkt durchsetzen? Wird sich der Mensch, also die Geschichte des Produktes durchsetzen, wird der Trend Richtung Regionalität gehen oder wird es wieder abgelöst durch Lokalität? Oder was sind so, glaubst du, die wesentlichen Treiber und Elemente, sage ich mal, der Direktvermarktung in 2, 3 Jahren? Momentan ist einfach die Sicht, dass es sehr regional geht, gell? Dass der Konsument will wissen, was es in der Region gibt, kauft gern regional ein, gell? Definitiv. Auch der Lebensmitteleinzelhandel setzt auf die Regionalschiene derzeit. Bewusster dennoch den eh und je seit Corona ist, gell, nehmen es auch sehr in Angriff. Gell. Das heißt, auch ihnen ist sehr, sehr wichtig, weil der Konsument regional auch anstrebt und will, dass es aus Österreich kommt, weil das Bewusstsein durch Corona geschaffen worden ist. Und so muss es uns auch wichtig sein, als Direktvermarkter das Ganze weiterzuleben und dann auch sagen, wir setzen auf regional und auf die Qualität. Mhm. Und da führt kein Weg daran vorbei. Gell? Immer wieder ein Bild am Kunden, aber dennoch schauen, dass man seine Visionen, sich selbst treu bleibt einfach. Das wäre meine persönliche Antwort dazu. Ob sie richtig ist, das kann ich nicht sagen. Ob es das in 2 Jahren anders ist, da hängt so vieles mit ab. Ich hätte vor 2 Jahren nicht gesagt, dass es der Bereich ist, den werden wir so massiv ausbauen. Durch Corona sind viele Chancen geschaffen worden. Bleiben der?
ich hoffe, und das eben, was du vorher erwähnt hast, es sind Chancen entstanden, in Corona hat alles zerrissen und die Rede vom Markt der Manker hat nicht gewusst, was los ist, ein Online-Shop, gell? Wenn man das gezielt weitermachen muss, muss man da dranbleiben, am Ball dranbleiben und das wirklich bewerben, auch an Werbung setzen oder wie immer, gell? Je nach Betrieb, wo er dort ist. Vielleicht braucht er viel Werbung, weil er abgelegen ist, aber nicht nur sagen, ja, das war in Corona da und ist dann verloren. Gell? Chancen sind gekommen und bleiben oft. Die Frage, ja, was, das, was mir in den Sinn kommt, ist sind diese, die Nachfrage der während der Corona-Zeit, sind das nicht zum Teil so ein bisschen falsche Propheten, die jetzt viel versprechen, jetzt viele Menschen dazu verleiten, Angebote zu erweitern, einen Webshop zum Beispiel aufzubauen, zu sagen, wow, jetzt investiere ich in meinen Hofladen, weil das geht so gut. Und dann geht viel Geld in Investitionen, dann ist Corona vorbei und die Nachfrage wird genau die gleiche wie vorher. Und dieser in die Blasen, in die man hinein investiert hat, die platzt dann wieder. Siehst du die Chance? Wie war für dich der Sommer? War für dich der Sommer Corona-Sommer? Wie hast du Einschränkungen gehabt? Eben nicht. Aber ich habe auch die Rückmeldungen gehabt, dass quasi die Nachfrage in diesem Sommer, nicht Corona-Sommer, der war eigentlich einer war, wieder sehr stark zurückgegangen ist. Und das ist eben so die Da bin ich wieder ein Zahlenmensch. Ja? Wie stark ist zurückgegangen in der Frage das Ganze wieder, gell? Du hast eh deine Zahlen, ne? Ich habe genau, meine Zahlen und wenn ich meine Zahlen spannend, anschaue, ich bin sowas von froh, dass wir den Corona-Monat oder den ersten Lockdown Gott sei Dank wieder verloren haben. Wir sind zwischenzeitlich zwischen 300 und 400% gefahren. Wir sind in den Radl gerannt, wir haben einen irrsinnigen Leitzuwachs gehabt, das war eine Zeit, die haben wir gerade und gerade bewältigen können. Die erste Corona-Zeit. Die erste Lockdown, ja. Das war für uns zuerst lustig, aber irgendwann, so ein Wachstum geht nicht. Das war zu viel Wachstum. Das ist viel zu viel. Das schaffst du nicht. Auf einen kurzen Zeitraum geht es, aber das war einfach, Gott sei Dank hat es aufgehört und nach dem ersten Lockdown ist die Beruhigung gekommen. Und die Märkte haben aber dennoch einen Zuwachs gemacht. Ein normaler Zuwachs ist prozentuell immer ein bisschen was. Gell? Doch Corona hat es geschafft, dass da wirklich um 10-20%, vielleicht sogar Bereiche zwischen 50% und 100% sich verdoppelt haben. Das war auch da. Gell? Einzelne Bereiche haben sich verdoppelt. Und sind auch geblieben dann? Sind auch geblieben. Und Tauchphase? Oder auch nur auf 50% Zuwachs gewesen. Aber ein Zuwachs von 50% oder nur von 10% ist über ein Jahr gesehen ein Wahnsinn. Und wenn man sagt, der Zuwachs ist da gewesen, das heißt, man kann eine 10% Steigerung machen und nach dem Lockdown wird es immer wieder sicher noch so sein, weil der Sommer war für mich auch kein Corona-Sommer. Da hat jeder das gemacht, was er wollen hat, natürlich mit Abstand, aber die Gastronomie war offen, der Tourismus war da, zwar anders, aber dennoch war es jetzt nicht so ein Lockdown oder so eine Begrenzung, wie wir derzeit haben. Und es ist anders waren. Und ich glaube, diese Chance haben wir weitergehend noch und diese Blase, wenn wir daran arbeiten und wirklich bewusst darauf schauen und auf den Markt achten, dann haben wir diese Chance und können uns verändern und auch wirklich diese Chance nützen. Auch wenn man jetzt in die Direktvermarktung setzt und sagt, man investiert dort, aber ich glaube, das ist jetzt die richtige Zeit, in einer Krise wirklich neue Wege zu gehen und wirklich dort Mut hinein, was Neues zu machen und nicht auf alte Pferde zu setzen. Das ist jetzt auch kein negativer Aspekt, aber jetzt in dieser Krise bin ich definitiv einer, der sagt, man setzt auf neue Sachen. Und du hoffst ja, dass quasi nachher tatsächlich dieser Trend, ein Teil der, du bist überzeugt davon. Das hört man recht. Wunderbar. Wir kommen zum Abschluss. Eh schon? Bianca? Ja, Willi? Du wolltest doch noch was fragen, oder? Ah ja, stimmt. Du, Hans-Peter, wenn du in unserem Lebensmittelsystem und in einer utopischen Welt etwas ändern könntest, was wäre das? Genau. Das ist eine super Frage. Danke. In einer utopischen Welt, wenn ich was ändern könnte, gell, dann war es mir einfach derzeit wichtig, dass jeder Mensch sich wieder viel mehr interessieren anfängt und einfach viel mehr weiß über die Landwirtschaft. Aber das ist eine utopische Frage, weil ich merke selber an mir, ab und zu hapert es einfach, ich kenne mich in meiner eigenen Branche nicht aus. Und das ist immer Wissen ist alles, gell? Je mehr man weiß, umso gescheiter ist man. Aber in der utopischen Welt würde ich mir gerne wünschen, dass einfach mehr Wissen da ist für die Landwirtschaft.
das, was ihr da macht. Deswegen bin ich euch auch dankbar und auch irrsinnig froh, dass ich bei euch heute halt dabei sein darf. Mhm. Oder wir bei dir da. Ja, das beruht voll auf Gegenseitigkeit. Dass wir halt die ganzen Zuhörer, was wir haben, da wirklich mehr zu herzeigen haben können oder mehr teilen haben können, wie die Landwirtschaft bei mir da ist. Mhm. Und da einige Punkte, wie sie aktuell in Österreich ist, in der Legenhaltung ist. Mhm. Weil jeder, der halt zuhört, der da ist schon, und da ist meine Frage, mein Ziel beantwortet. Und die dürfen sich auch melden bei dir und nachfragen, oder? Jederzeit, bei mir darf sich jeder melden. Mhm. So wie ihr gekommen seid, ich berate alles. Gut, ich meine, jetzt, wo du das ausgesprochen hast und die 2,5 Millionen Hörerinnen und Hörer, die wir da regelmäßig haben, glaube ich, die werden sich jetzt dann die Hälfte melden, also 1,2. Sturm! Wow! Ja, also es dauert halt beim Mailen ein bisschen länger. Ja. Also, rechts und auf dem Antworten. Du, Willi? Du, Willi? Ja? Du wolltest den Hans-Peter auch noch was fragen. Ich wollte was fragen. Ah ja, genau. Ja. Du, hast du gar nichts Hans-Peter. Endlich kann ich auch mal was sagen. Was finde ich denn bei dir, bei euch, im Kühlschrank? Ein Haufen an Lebensmittel. Die lagern wir im Kühlschrank. Okay, oh. Org. Das war bis jetzt die kreativste Antwort, glaube ich. Lebensmittel, oha. Mir ist bewusst, auf was die Frage hingeht. So. Das heißt, ich selber kaufe ja viel regionale Produkte, weil ich meine ganzen regionalen Partner habe. Das heißt, wir kaufen bewusst ein und ich versuche das auch immer wieder weiterzugeben. Wenn wir einkaufen, dann kaufen wir Fleisch beim Fleisch oder beim Direktvermarkter, die Eier haben wir selber. Einen Salat kaufen wir im Bauernmarkt, weil natürlich, wenn wir selber im Bauernmarkt stehen. Mhm. Und wenn man aber wirklich ins Geschäft geht, dann achte ich wirklich auch darauf, dass man sagt, man kauft, was man nicht beim Bauern kriegt oder nicht immer gerade hat, weil der Weg nicht passt, gell? Mhm. Dann auch wirklich irgendwo heimisch, dass man wirklich darauf achtet, weil gerade wir, bin ich mir überzeugt davon, dass wir als Landwirte den ersten Schritt machen müssen und wirklich heimisch, regional die Lebensmittel kaufen müssen, was wir da in Österreich produzieren. Mhm. Und wenn es geht und wenn es aus Übersee kommt oder sonst irgendwas, weil es irgendwie direkt so Fische sind oder sonst was, gell, oder Meeresfrüchte, dann einfach auf Qualität achten. Mhm. Weil Qualität ist mir wichtig, alles was ich essen tue, das muss einfach Qualität haben, das muss schmecken, das muss mir gut tun, weil was ich mir reingib, dann bringe ich auch mehr Leistung oder kann mehr Wissen abgeben oder wie immer. Oder? Aber das war meine Antwort zu dem, was ich im Kühlschrank habe. Danke, wir müssen nochmal nachfragen, glaube ich. Ja, stimmt. Haben wir irgendwas vergessen, was du uns noch unbedingt sagen möchtest? Boah, also mittlerweile nach fortgeschrittener Zeit, glaube ich. Ich glaube, wir haben über alles geredet. Ich glaube auch, ja. Über alles und über nichts. Das habe ich aber gar nicht gemeint, sondern er hat nichts vom Bier gesagt, oder? Also das hast du kein Bier im Kühlschrank? Genau, nein. Das Bier ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das steht uns beim Bier auch, also es steht im Kühlschrank auch, aber ein bisschen ist auch nicht gekühlt. Gell. Also wenn einmal was ausgeht, dass wir es nockeln können. Das war noch kühl. Danke, das war alles. Danke, einfach fertig. Hey, vielen Dank für die Einladung. Hans-Peter, Mama ist jetzt nicht da, war echt cool. Und Vielen Dank. Für dich. Für dich. Danke, grüß euch. Ciao.